Die Aufnahme, die ist gestartet. So, ich begrüße euch zum Referat Einführung in DMR Grundlagen für Einsteiger. Meine Stimme ist sehr angeschlagen, man hört es vielleicht. Also wenn ich zwischendurch einmal huste, möchte ich mich jetzt nicht für jeden Huster einzeln entschuldigen. Ich mache das gleich jetzt einmal. Zwischendurch muss ich auch mal einen Schluck trinken. Ich bin gesundheitlich sehr stark angeschlagen, aber ich habe meine Stimme in den letzten Tagen geschont. Keine DMR, keine C4FM, keine DSDAR-Runden gemacht, damit ich heute am Abend einigermaßen sprechen kann. Gut, heute geht es, wie gesagt, um die Einführung in DMR. Ich habe die Referate, die ich sonst halte, ein bisschen verkleinert. Wir gehen also wirklich im Prinzip auf der unten, mehr oder weniger in den untersten Stufen beginnen wir in DMR. Also es geht nicht ins Detail, wenn man ein Funkgerät programmiert, Hotspot-Programmierung etc. lassen wir heute komplett aus. Der Inhalt. Ich stelle mich nachher ganz kurz vor für diejenigen, die mich vielleicht nicht kennen, dass ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Nachher gehen wir darauf ein, was man braucht, überhaupt DMR-Betrieb zu machen, was für Gedanken, dass man sich vor dem Gerätekauf machen muss. Ich stelle euch kurz und banal Geräte vor, nicht im Detail, sondern ja, auf was man vielleicht achten sollte. Dann ein bisschen DMR positiv, negativ. Was ist überhaupt DMR? Dann eine kurze Minimalchronik, wie sich DMR in Österreich entwickelt hat. Dann gehen wir auf die verschiedenen DMR-Begriffe, die man eigentlich täglich hört, irgendwo, wenn man mit DMR in Kontakt kommt, darauf ein, wie DMR im Betrieb funktioniert, dass man Informationen nach dem Referat noch herkriegt. Und zum Schluss können Fragen gestellt werden. Die Fragen, die ihr jetzt im Chat stellt, die sehe ich selber nicht. Der Kurt wird das sicher im Hintergrund verfolgen. Ich habe nämlich nur einen Bildschirm. Wenn es was Wichtiges gibt, bitte ich mich kurz zu unterbrechen, das reinzuwerfen. Sonst machen wir nach dem Referat die Fragestunde. Das Referat wird aufgezeichnet, das ist vielleicht noch wichtig. Also wenn ihr eine Frage stellt, dann müsst ihr wissen, dass das aufgezeichnet wird. Das Video wird morgen nach meiner Arbeit, das heißt so morgen so zwischen 17 und 19 Uhr, wird das ins YouTube gestellt. Auf den üblichen Informationskanälen gibt es dann den Link und dann könnt ihr die ganze Sache noch einmal nachschauen. So, ich beginne mich kurz vorzustellen. Michi, O8VWK, Schweizer Rufzeichen HB9HRQ. Ich bin 50 Jahre alt, Baujahr 1973. Mein QTH in Kärnten ist in Finkenstein am Farkasee. QTH in der Schweiz ist in Kloten, das ist dort, wo der Zürcher Flughafen ist. Ich habe 2010 die Klasse 4 Prüfung abgelegt und im April 2022 die Klasse 1. Ich informiere euch über die DMR, DSDAR C4FM Homepage seit 2016 und seit letztem Jahr habe ich noch eine Remote Homepage ins Leben gerufen als Unterseite von der DSDAR-Seite. Ich betreibe Remote-Anlagen für Kurzwelle 2,70 m, 23 cm mit offiziellen Bewilligungen. Deshalb bin ich auch sehr in Remote-Betriebsorten interessiert oder an Remote-Betriebsorten. Ich war mal Referent für digitale Sprachbetriebsorten im ÖVSV-Dachverband und in der Schweiz war ich ein paar Jahre lang im Vorstand der Swiss-ATG. Das ist ein Funkverein mit ca. 220 Mitgliedern. Ich mache sehr viel Betrieb in den digitalen Sprachbetriebsarten DMR, DSDAR, C4FM und seit ein paar Monaten auch in Tetra. So, das zu meiner Vorstellung kurz, damit ihr wisst, mit wem wir es hier zu tun haben. Kommen wir jetzt gleich zu unserem Thema. Was ist DMR? DMR ist die Abkürzung für Digital Mobile Radio. Es ist eine digitale Sprachbetriebsart. Und die DMR stammt aus dem Betriebsfunk. Also es haben nicht Funkamateure entwickelt, sondern DMR stammt ganz klar aus dem Betriebsfunk, ist im deutschsprachigen Raum bei den Behörden wahrscheinlich jetzt eher weniger anzutreffen. Sehr verbreitet ist DMR im Betriebsfunk, vor allem bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, bei den Bussen ist das verbreitet. Ich kenne das von Österreich und von der Schweiz her. Deutschland weiß ich es auch, dass es dort das auch gibt. Bei den Behörden eher weniger. Da ist in Deutschland und Schweiz Tetra das entsprechende, die entsprechende digitale Sprachbetriebsart und in der Schweiz wäre es Tetrapol. DMR, FSK, Frequenzumtastung. DMR hat eine Bandbreite von 12,5 kHz und hat eine sehr gute Fehlerkorrektur.
Was verstehen wir unter Fehlerkorrektur? Das heißt, wenn bei der Übertragung Fehler passieren, Unterbrüche, kein sauberes Signal, kann der mehr die Fehlerkorrektur bis zu einem gewissen Grad auskorrigieren, dass es doch beim entsprechenden Kollegen, mit dem man spricht, ohne Fehler ankommt, obwohl das Signal nicht ganz hundertprozentig sauber war. Das ist ein großer Vorteil bei der digitalen Sprachbetriebsart, jetzt vor allem bei DMR. Dann, ganz wichtig oder typisch für DMR ist das Zeitschlitzverfahren. Also so, wie wir es im Amateurfunk benutzen, Zeitschlitzverfahren, das heißt, wir haben zwei Zeitschlitze bei DMR. Und das bedeutet nichts anderes, als dass zwei separate QSOs je auf einem Zeitschlitz zur gleichen Zeit auf der gleichen Frequenz, also über den gleichen Umsetzer, stattfinden können, ohne dass man sich gegenseitig stört. Also bei FM, D-Star, C4 FM, kennt ihr, ihr könnt einfach ein QSO führen, dann ist fertig. Bei DMR ist es so, dass man zwei parallele QSOs über den Umsetzer führen kann, eines am Zeitschlitz 1 und ein zweites QSO am Zeitschlitz 2, ohne dass sich die zwei QSOs gegenseitig stören. Die Frequenz also doppelt genutzt. Es ist so, dass immer etwa 30 Millisekunden Zeitschlitz 1 ausgesendet wird, dann 30 Millisekunden Zeitschlitz 2, dann wieder 1, 2, 1, 2. Wenn ihr mal ein DMR-Signal auf FM euch anhört, dann hört ihr so ein Rattern, so ein Maschinengewehr. Bei D-Star und C4 FM ist ein lautes Rauschen zu hören und bei DMR so ein Rattern. Und das ist dieses Zeitschlitzverfahren, dieses Rattern, weil eben ganz schnell zwischen 1 und 2 gewechselt wird und das Funkgerät selber, das weiß, ob es am Zeitschlitz 1 hören soll oder am Zeitschlitz 2 und filtert automatisch das Signal vom falschen Zeitschlitz aus, dass das Gespräch nicht dauernd unterbrochen ist. Funkamateure haben sich DMR zu Nutzen gemacht und haben eigene DMR-Netze erstellt. Und das ist in Österreich aktuell DMR IPSC2. Und DMR Brandmeister. Also alle, die sich schon einmal auf DMR bewegt haben, werden diese zwei Netze in Österreich kennen. Digitale Sprachbetriebsart. DMR, wie gesagt, Digital Mobile Radio ist eine digitale Sprachbetriebsart. Das Ganze wird digital übertragen. Und bei digital gibt es kein Rauschen, wenn das Signal schwächer wird. Von FM kennen wir alle, umso schwächer das Signal, umso mehr Rauschanteil gibt es. Das gibt es bei DMR nicht. Da kann man eigentlich mehr oder weniger wirklich sagen, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Wenn man es jetzt mit einem analogen Fernsehsignal und einem digitalen Fernsehsignal vergleichen würde, dann sieht man, das analoge Fernsehsignal, das Schneegestöber nimmt immer mehr zu, bis dann das Signal weg ist. Kennen wir alle noch vom analogen Fernsehen, also vor allem die Älteren unter uns, die überhaupt noch analoges Fernsehen kennen, die kennen das auf der oberen Zeile, das Bild, das zweite Bild von rechts und das dritte das Bild ganz rechts, Sendeschluss. Nachdem die Nationalhymne verschwunden ist, hat es dann so ausgeschaut. Bei digital ist es anders. Ihr seht, egal wie schwach das Signal ist, links, Mitte und rechts, das Signal ist genau gleich gut und dann ist es irgendwann weg. Es gibt so ganz knapp eine Grenze, wo das Fernsehbild verpixelt wird. Und dann ist es dann aber ganz weg. So ist es auch bei DMR, bei der digitalen Sprachbetriebsart. Also, wir haben kein Rauschen bei einem schwachen Signal. Bei guten Bedingungen ist es bei DMR sogar möglich, dass das Signal weiter gehört wird, also dass das QSO, die Möglichkeit, ein QSO zu führen, die Reichweite weiter ist als bei FM. Bei FM wird irgendwann einmal das Rauschen so stark, dass man sich nicht mehr versteht. Und bei DMR, wie gesagt, wenn das Signal schwächer wird, ist keine Abnahme der Sprachqualität bis dann dort, wo wirklich die Grenze erreicht wird. Und somit ist in DMR ein QSO teilweise noch möglich, wo es in FM nicht mehr möglich ist. Aber das Signal, die Ausbreitung ist natürlich nicht weiter, sondern es entspricht in etwa dem FM-Signal. Also nicht, dass DMR viel weiter gehen würde, nur bei DMR hört man sich viel weiter. Die Entfernung kann viel größer sein, dass man sich noch hört, was bei FM vielleicht dann nicht mehr möglich ist.
Und bei FM haben wir diese benannte Fehlerkorrektur nicht. Das heißt, bei DMR wird ja das kaputte oder das fehlerhafte Signal, sagen wir es so, wird zu einem gewissen Maß noch korrigiert, dass es beim Empfänger noch gut ankommt. Chronik DMR in Österreich. Ich selber habe 2012 mit DMR begonnen. Und da hat es in Österreich im Prinzip das DMR-Marktnetz gegeben und nur Motorola-Umsätze. Es gibt ja auch die Hytera-Umsätze, die konnte man bei DMR-Markt nicht anschließen. Deshalb haben wir in Österreich eigentlich damals nur Motorola-Umsätze gehabt. 2014 ist ein zweites DMR-Netz in Betrieb gegangen, das sogenannte DMR-Plus-Netz. Und an diese DMR-Plus-Server konnte man nur Hytera-Umsätze anschließen, keine Motorola. Somit haben wir eigentlich eine Art Motorola-Netz gehabt und ein Hytera-Netz. 2015 ist dann IPSC2 auf der Bildfläche aufgetaucht. Und da, IPSC2, das ist das, was wir heute ja noch kennen, das Netz gibt es heute noch. Und dort war dann möglich, dass man Motorola-Umsätze und Hytera-Umsätze mit dem entsprechenden Server verbinden konnte. Und somit war es dann eigentlich wurscht, ob man einen Motorola-Umsetzer ans Netz gehängt hat oder einen Hytera-Umsetzer. 2015 im Herbst ist das andere weit verbreitete DMR-Netz on air gegangen, das Brandmeister-DMR-Netz. Kennen wir in Österreich auch. Ein großer Meilenstein für mich als Fan von Hotspots war der Sommer 2015. Dort ist der DV4 Mini in den Handel gekommen. Riesiger Absatz. Das ist der erste DMR-Hotspot gewesen, den wir gehabt haben damals 2015. Später, ein paar Monate später, ist auch dann der DV4 Ambe rausgekommen. Der Unterschied, den DV4, das ist ein USB-Stick übrigens, wer der DV4 Mini nicht kennt. Und der Ambe war nichts anderes, dass man den am Computer anschließen konnte und mit der Software über den Computer Funkbetrieb machen, also ohne ein DMR-Funkgerät. 2015 war ein Riesenabsatz, die Dinger waren andauernd ausverkauft, also ein Wahnsinn, also ich mag mich noch sehr gut an das erinnern, also da die Händler, denen wurden diese Sticks förmlich aus den Händen gerissen. 2018 haben wir dann die letzten DMR Plus Server abgeschaltet und seitdem gibt es eigentlich dort IPSC2. Also die IPSC2 hat eigentlich die DMR Server dann komplett abgelöst 2018. Dann machen wir einen großen Sprung zu heute. Heute haben wir in Österreich etwa 47 DMR Umsetzer. Verteilt über ganz Österreich. Es gibt kein einziges Bundesland, wo DMR nicht existiert. Und die Umsetzer, die sind wirklich über ganz Österreich verstreut. Wir haben sicher kein flächendeckendes DMR-Netz, aber ein großer Teil ist in DMR abgedeckt. Was wird benötigt, dass man überhaupt DMR-Funkbetrieb machen kann? Natürlich das Funkgerät. Das ist wahrscheinlich das naheliegendste. Und wenn man sich ein Funkgerät kauft, muss man unbedingt aufpassen, dass man ein DMR-fähiges Funkgerät hat. Das ist wahrscheinlich noch naheliegend, dass man sich kein FM-Gerät kauft, sondern es muss auch noch DMR können. Wenn man sich ein ICOM D-Star-Gerät kauft, dann kann man hundertprozentig sicher sein, dass es kein DMR kann. Das gleiche bei einem Jesu C4 FM-Funkgerät. Und bei DMR aufpassen, es gibt drei Standorte in DMR, Tier 1, Tier 2 und Tier 3. Das mit dem Tier hat nichts mit den Tieren zu tun, sondern das nennt sich einfach so. Tier 1, das war DMR oder ist DMR ohne Zeitschlitzverfahren. Tier 2, das ist das, was wir im Amateurfunk benutzen. Tier 2 ist DMR mit Zeitschlitzverfahren. Da gibt es noch Tier 3, das wird im Amateurfunk nicht benutzt. Das ist eigentlich ein Bündelfunksystem. Das ist das, was jetzt beispielsweise an meinem Heim-QTH in der Schweiz die Busbetriebe benutzen. Also wichtig, schaut, wenn ihr ein Gerät kauft, Tier 2. Die Chance ist allerdings relativ gering, dass ihr ein falsches DMR-Gerät erwischt. Bei Baofeng könnte euch das noch passieren. Da hat es einmal so Tier 1-Geräte gegeben. Da hat man nämlich auf beiden Zeitschlitzen gesprochen, was natürlich sehr uncool ist. Aber wenn ihr ein Motorola, ein Hytera, ein Anytone, Red Davis kauft, dann ist das eigentlich mehr oder weniger fast hundertprozentig sicher, dass das Tier 2 Standard hat. Nichtsdestotrotz, wenn ihr ganz sicher gehen wollt, schaut drauf,
aber man kann mehr oder weniger davon ausgehen, dass es Tier 2 ist. Unbedingt, wenn ihr ein DMR-Funkgerät kauft, Zubehör, ein Muss ist das Programmierkabel und ein Muss ist die Software. Bei vielen Funkgeräten kriegt man die Software gratis vom Hersteller im Internet. Nicht so bei Motorola, nicht so bei Hytera. Motorola und Hytera haben eigentlich kein großes Interesse an den Funkamateuren, sondern die machen ihren Umsatz natürlich mit dem Betriebsfunk und dort ja die entsprechenden Benutzer der Funkgeräte programmieren die Funkgeräte ja auch nicht selber. Deshalb ist dort das Programmierkabel und die Software wahrscheinlich nicht so spannend. Nichtsdestotrotz, das Programmierkabel und die Software muss man kaufen. Bei vielen Geräten, ich sage jetzt Anytone beispielsweise, Retevis, ist meistens das Programmierkabel eh schon dabei und die Software gibt es gratis im Internet. Bei Motorola unbedingt Kabel und Software dazu kaufen. Weil ihr könnt die Funkgeräte nicht von Hand programmieren, die DMR-Funkgeräte. Das ist effektiv nicht möglich. Ihr braucht ein Programmierkabel und eine Software. Ganz wichtig, wenn ihr günstig irgendwo am Flohmarkt ein DMR-Funkgerät euch zulegt, dann vergewissert euch, ob nicht allenfalls das Kabel noch dabei ist oder die Software, oder informiert euch, wo ihr das herkriegt. Dann, was ihr unbedingt auch braucht für den DMR-Betrieb, ist eine DMR-ID. Das ist eine siebenstellige DMR-Nummer, die DMR-ID, die kann man online beantragen, muss sich registrieren, den Nachweis mit der Lizenz, die Lizenz muss man nachweisen, dass man wirklich lizenzierter Funkamateur ist, das wird vom Registrierungsteam, wird das kontrolliert, wenn ja, werdet ihr das innerhalb wenigen Stunden, vielleicht geht es ein Tag oder zwei Tage, aber länger wahrscheinlich nicht, kriegt seine eure persönliche DMR-ID. Wir gehen nachher noch auf die DMR-ID im Speziellen ein. Dann natürlich für DMR-Betrieb spannend oder ja, sonst wird es langweilig, ein erreichbarer DMR-Umsetzer oder man kauft sich einen kleinen Hotspot. Ganz kurz, ein Hotspot ist nichts anderes als ein Mini-Format von einem Umsetzer, der mit ein paar Milliwatt sendet, den stellt man sich zu Hause auf und der Hotspot ist mit dem gleichen Server oder mit dem gleichen System verbunden wie die Umsetzer und dann spricht man halt über Funkwelle zu seinem Hotspot, der ist mit Internet oder Hemnet verbunden und macht so QSOs mit jemandem, der über einen Umsetzer spricht. Das ist ein Hotspot. Natürlich kann man mit den DMR-Funkgeräten auch Simplex-Verkehr machen, wird eher selten genutzt, ist auch nicht so wahnsinnig spannend, Simplex-Verkehr, weil bei DMR ist es ja spannend, dass man weltweit Funkbetrieb machen kann, was Simplex natürlich nicht machbar ist und deshalb wird ein Umsetzer oder ein Hotspot für das gebraucht. An was sollte man denken, wenn man sich ein DMR-Funkgerät kauft? Und für alle, die noch nicht DMR machen, für die erscheint jetzt genau das Amateurfunkband ein bisschen speziell. DMR betreiben wir nämlich eigentlich auf 2 Meter und 70 cm, sonst nirgends. Und wieso sage ich jetzt Amateurfunkband? Ja, die Betriebsfunkgeräte, die eigentlich gar nicht für den Amateurfunk gedacht waren, sind die von Motorola und Hytera. Die haben nur ein Band, 2 Meter oder 70 cm. Da muss man sich entscheiden. Entscheidet euch für ein 70 cm Gerät, vor allem dann, wenn ihr in Österreich wohnt, weil in Österreich gibt es kein 2 Meter DMR-Umsetzer. Dementsprechend ist es relativ einfach, für was man sich in Österreich entscheidet. Ist genauso, die Entscheidung sollte auch für Deutschland und die Schweiz. Deutschland, nehme ich an, haben wir sicher Zuschauer, in der Schweiz vielleicht auch. Auch dort sind die meisten Umsetzer, also über 90%, wenn nicht so fast 100%, im 70 cm Band. Also wenn ihr euch für ein hochwertiges DMR-Gerät von Motorola und Hytera entscheidet, dann schaut unbedingt, dass ihr ein 70 cm Gerät findet, weil sonst könnt ihr Simplex-Verkehr machen oder schauen, dass ihr einen Hotspot kriegt, der 2 Meter kann, sonst bleibt ihr mehr oder weniger alleine. Die günstigen China-Geräten, sage ich jetzt einmal, ich komme nachher noch darauf ein, wieso ich jetzt hochwertig und günstig China sage, die gibt es schon als Dualband-Variante. Die meisten sind sogar heutzutage Dualband-Variante. Die haben 2,70 Meter und dementsprechend erübrigt sich dort die ganze Sache, weil die meisten DMR-Geräte können auch FM. Und das macht es wieder dann interessant. Man will das Gerät vielleicht nicht nur für DMR benutzen, sondern für FM. Und dort ist selbstverständlich natürlich eine Dualband-Variante besser als eine Singleband-Variante.
Dann bei den DMR-Geräten fragt sich jetzt ein Handgerät oder ein Mobilgerät. Mobilgerät hat mehr Ausgangsleistung, das hat 25 bis 45 Watt. Und ein Handgerät natürlich cool, ja, man kann es mitnehmen überall hin. Und vor allem, wenn man zu Hause einen Hotspot hat, Handgepäck für einen Urlaub, dann muss man sich überlegen, soll ich eher ein Handgerät oder ein Mobilgerät? Die meisten haben eher ein Handgerät bei DMR. Dann die Antenne. Soll die Antenne ausgewechselt werden können? Also soll ein DMR-Gerät, eine längere Gummiantenne, eine Teleskopantenne, eine Außenantenne angeschlossen werden? Ja und nein. Viele denken sich jetzt, wieso das? Es gibt kleine DMR-Funkgeräte, die sind sehr klein. Man kann sie in die Hemdtasche einstecken, ohne dass man das Gerät sieht. Aber die Antenne, die ist fest montiert, man kann sie nicht auswechseln. Deshalb sich Gedanken machen, genügt mir so ein kleines Gerät oder will ich vielleicht einmal eine Außenantenne oder anschließen oder will ich das Gerät vielleicht im Auto betreiben, einer externen Antenne, und dann erübrigt sich natürlich ein kleines Gerät, wo man die Antenne nicht wegschraufen kann. Der Preis ist sicher auch ein interessantes Argument. Bei den DMR-Geräten, wir beginnen dort etwa bei 70, 80 Euro. Und gegen oben, ich sage jetzt mal 1.000, 1.500 Euro bis 2.000 Euro, je nachdem, was man sich für ein Luxusmodell kauft. Ich sage jetzt mal die hochwertigen Geräte von Hytera und Motorola, wenn man sie wirklich neu im Laden kauft, muss man schon zwischen 600 bis 900 Euro plus minus rechnen. Die günstigen Geräte aus China, aufpassen, Hytera ist ein China, kommt auch aus China, aber sind doch hochwertige Geräte, aber die günstigen Geräte, die eigentlich nur für den Amateurfunk produziert werden, die gibt es zwischen 80 und 220 Euro. So ein Anytone, das ist wahrscheinlich heute das meistverbreiteste Handfunkgerät. Das kostet so neu im Laden um die 220 Euro, das neueste Modell. So, hier haben wir so ein Anytone-Gerät. Oben ist natürlich, die Antenne ist jetzt ein bisschen abgeschnitten. Die Antenne ist natürlich, aber das wäre über den Bildschirm hinaus. Die Anytone-Handfunkgeräte, es gibt drei Varianten. Das 868, das 878 und dann das Nachfolgermodell von 878. Man erkennt es am orangen Knopf, das ist das erste Modell. Blauer Knopf war das zweite Modell. Und das neueste Modell hat den grünen Knopf. Und sonst schauen die Geräte eigentlich mehr oder weniger gleich aus. Es ist ein 2,70 Meter Gerät und das Neueste ist das mit dem grünen Knopf. Ich kann mir diese Begriffe von diesen Geräten nicht merken, weil sie sehr ähnlich sind. Und deshalb sage ich immer oranger Knopf, blauer Knopf, grüner Knopf. Für den grünen Knopf, also für das neueste Modell, habe ich einen Codeblock erstellt. Mit allen, jetzt habe ich vor wenigen Tagen oder zwei Wochen oder so, habe ich sogar aktualisiert, gibt es auf der DMR-Homepage im Download mit allen österreichischen DMR-Umsetzern, mit allen österreichischen FM-Umsetzern, zumindest die, die auf der ÖVSV-Relais-Liste drauf waren, und also auch der FM-Verbund, dort, die sind auch separat noch drin, und die Simplex-Kanäle habe ich euch auch reinprogrammiert. Dann gibt es noch von der Ostschweiz ein paar Umsetzer drin, weil ich ja ein QTH in der Schweiz habe. Die habe ich natürlich von mir noch drin gelassen. Es kann ja sein, dass einer von euch in die Schweiz reist. Anytone-Geräte, noch ganz kurz. In Österreich alle erlaubt, in Deutschland alle erlaubt, in der Schweiz alle verboten. Die Schweiz hat das Verbot ein bisschen gelockert. Das heißt, derjenige, der das Gerät schon gekauft hat und ab der Firmware-Version 3.02 toleriert die Schweizer Funkbehörde, das heißt, die nennt sich BAKOM, Bundesamt für Kommunikation, sonst im Handel in der Schweiz nicht mehr erhältlich, falls jemand von der Schweiz zuschaut, nicht in Deutschland, Österreich bestellen, die Schweiz liefern lassen, ihr werdet dann automatisch zum Importeur. Das Gerät wird dann Zoll beschlagnahmt, nach Biel zum Bundesamt für Kommunikation, zum BAKOM geschickt, die messen es aus. Und ihr dürft eine Strafe von etwa 500 Euro bezahlen plus eine Aufwandsgebühr von 500 Euro. Also Finger weglassen, wenn man in der Schweiz wohnt. Und wenn man von Österreich in die Schweiz einreist, wenn ihr das Gerät dabei habt, vielleicht beim Zoll nicht gerade offensichtlich herumliegen lassen. Das ist mein Hytera-Gerät, gekauft 2012.
Also wird nicht mehr hergestellt, trotzdem noch gebraucht, erhältlich. Funktioniert bei mir wie im letzten Tag, ein paar Mal auf den Boden gefallen, dementsprechend aber keinen Kratzer, funktioniert immer noch. Sehr stabil, sehr hochwertig, Singlebandgerät 70 cm. So schauen die neueren Hightera-Geräte aus, die es aktuell im Laden gibt. Kriegt man beim Wiener Funkhändler Böck. Das ist das HP785 und meine Stimme, die kratzt bereits schon. Ich erlaube mir mal ganz kurz einen Schluck zu trinken. So, jetzt hoffe ich, das geht wieder. So schaut ein, nicht das aktuellste Motorola aus, aber eines, das gibt es jetzt aber auch schon einige Jahre, das TP4801. Auch ein sehr hochwertiges Gerät, aber dementsprechend natürlich so um die 700 bis 800 Euro herum. Hier ein Beispiel eines älteren Hightera-Geräts, von dem würde ich allerdings abraten. Erstens ist es nicht so wahnsinnig, ja, es hat beim Empfang doch einige Unterbrüche gehabt. Ich habe es wieder weitergegeben. Und ihr seht die Antenne oben, diese kleine Antenne, das ist jetzt wirklich, das Bild ist ganz hier. Die Antenne geht oben nicht weit, ist nicht abgeschnitten. Sehr kleines Gerät, aber man kann keine externe Antenne anschließen. Nicht machbar und deshalb beim Kauf unbedingt überlegen, soll es klein sein und handlich oder darf es ein bisschen größer sein. Mobilgerät, momentan das einzige DMR-Mobilgerät von Anytone. Und so schaut ein Mobilgerät aus, ist auch etwa 2012 auf den Markt gekommen von Hightera. Aber auch Singleband, 70 cm in dem Fall. Was ich euch unbedingt abraten will, sind diese günstigen China-Geräte. Das ist ein Beispiel, ich besitze so ein Ding sogar, also es liegt in Kärnten, weil in der Schweiz würde es sicherlich bei der Kontrolle durchfallen. Und zwar, ich war zuerst auch hell begeistert. Mobiltelefon und Funkgerät in einem, DMR FM, super Sache. Aber jetzt soll sich jeder überlegen, wie oft wechselt ihr euer Mobiltelefon? Die meisten von uns wechseln unser Gerät alle 2 bis 3 Jahre. Habt ihr vor, alle 2 bis 3 Jahre euer Funkgerät zu wechseln? Wahrscheinlich eher nicht. Dieses Gerät habe ich 2017 oder 2018 gekauft, hat zum Schluss noch Android 5.1 drauf gehabt. Ihr wisst, Android 14 ist aktuell. Auf diesem Gerät laufen praktisch keine Apps mehr. Die Funk-App läuft noch und dementsprechend empfehle ich ganz klar getrennt Funkgerät und Handy, außer ihr wollt da tatsächlich alle 2 Jahre euch ein neues Gerät zulegen. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt hochwertige Geräte. Hightera hat einmal eins auf den Markt gebracht, kostet aber gegen die 2000 Euro hat das gekostet. Ich weiß gar nicht, ob das noch erhältlich ist. Und ja, ich weiß nicht, muss jeder selber wissen, aber von diesen günstigen Geräten von Orfein, da würde ich persönlich unbedingt abraten. War spannend, sowas zu testen. Ich würde das Geld heute anders investieren. Also für mich ein ganz klares Nein. Obwohl die Idee an und für sich ja gut war. An dem liegt es ja nicht. So, kommen wir zu positiv und negativ bei DMR. Positiv sicher. Man kann weltweite Verbindungen machen über die Umsätze oder Hotspots, ohne dass die Sprachqualität abnimmt. Wenn ihr Echolink kennt von FM, wisst ihr, dass eine Echolink-Verbindung auf einen anderen Kontinent, man merkt es ganz klar, man merkt es ja schon innerhalb des gleichen Landes, bei DMR könnt ihr weltweit Funkverkehr machen, natürlich nicht direkt, sondern über Umsätze. Die Umsätze sind mit Internet und Hemnet verbunden. Direkt geht es nicht, ersetzt also nicht die Kurzwelle, soll es auch nicht ersetzen. Bei der Kurzwelle will man ja natürlich ohne dazu helfen, sehr weit sprechen. Bei DMR ist es nicht speziell, dass wir in Amerika oder in Südafrika gehört werden. Bei DMR können wir gezielt Kursos in gewünschte Regionen machen. Je nachdem, welche Sprechgruppe, kommen wir nachher dazu. Man wählt, spricht man locker nach Amerika, von Österreich in die Schweiz, von Schweiz nach Österreich, Österreich innerhalb des Bundeslandes, von Kärnten nach Wien. Also absolut, da gibt es keine Grenzen. Bei den digitalen Sprachbetriebsarten ist der große Vorteil, man sieht immer, wer spricht.
Entweder zeigt es einem die DMR-ID an oder wenn man die DMR-ID im Funkgerät abgespeichert hat mit Rufzeichen und Namen, dann zeigt es einem das Rufzeichen und den Namen der sendenden Station an. Das kennt ihr vom Mobiltelefon. Wenn ihr einen Kontakt nicht abgespeichert habt, dann leuchtet die Telefonnummer auf. Wenn ihr den Kontakt mit der entsprechenden Telefonnummer abspeichert, dann leuchtet da der Name auf. So auch bei DMR. Es gibt bei DMR sehr günstige Einsteigergeräte, was man beispielsweise bei D-Star nicht sagen kann. Also unter 500 Euro ist bei D-Star nichts zu wollen. Bei DMR kann man mit einem doch schon brauchbaren Gerät so zwischen 100 und 200 Euro beginnen. Es gibt so kleine Hotspots als Ersatz, wenn man keinen Umsetzer hat oder wenn man im Urlaub ist oder wie ich früher, als ich von der Schweiz jeden Abend Funkverbindungen von der Schweiz nach Österreich getätigt habe, damit ich mit meinen Freunden in Kärnten mich austauschen kann. Das wäre natürlich nicht so cool für die Schweizer Kollegen, wenn ich jeden Abend 2 Stunden nach Österreich spreche und sie müssten 2 Stunden mich anhören. Gut, sie würden mich noch verstehen, aber denkt nur, wenn ich würde Italienisch oder Französisch sprechen, dann wäre das für jemanden, der die Sprache oder eine Region, wo man diese Sprache nicht spricht, das würde nach ein paar Tagen wahrscheinlich die Leute nerven. Und da gibt es so Hotspot, wo man nachher dies umgehen kann und da kann man dann wirklich, weil das ja zu Hause steht mit ein paar Milliwatt für sich alleine und so kann man natürlich weltweiter Funkbetrieb machen und schränkt niemand anders ein. DMR ist sehr ideal im Mobilbetrieb. Es hat eine Fehlerkorrektur und das digitale Signal. Es gibt nicht so ein Gegurgel wie bei D-Star oder manchmal bei C4FM, wo es manchmal so kratzt. Das ist bei DMR schon deutlich besser. Vor allem, wenn man Motorola und Hytera-Funkgeräte benutzt, die doch sehr hochwertig sind, aber haben halt auch ihren Preis. Und da ist DMR wirklich super, auch für Mobilbetrieb. Wie ich habe es gesagt vorher schon, DMR, man kann 2 gleichzeitige QSOs über einen Umsetzer machen. Das ist weder bei D-Star noch C4FM möglich, obwohl es digitale Sprachbetriebsarten sind und schon gar nicht analog. Und die gute Fehlerkorrektur, die habe ich jetzt auch schon mehrmals erwähnt. Negativ, es gibt keine wirklich echten Amateurfunk-DMR-Geräte. Man merkt bei der ganzen DMR-Sache, dass es doch daher mehr eigentlich Betriebsfunk ist. Die Anytone-Geräte, Red Davis-Geräte, die wurden sicher für die Funkamateure geschaffen. Nichtsdestotrotz, bereits bei der DMR-ID-Nummer merkt man schon, man kann nicht sein Rufzeichen erfassen im Funkgerät, sondern eine Nummer. Und das ist bei die C4FM und D-Star beispielsweise anders. Dort arbeitet man tatsächlich mit seinem eigenen Rufzeichen. Die Funkgeräte zu konfigurieren oder programmieren. Ja, programmieren ist eigentlich im Prinzip falsch. Konfigurieren wäre das Richtige. Nur in der Umgangsfunksprache sagen wir dem immer programmieren. Es ist sehr aufwendig, wenn man es selber macht. Idealerweise muss der Codeblock nehmen, idealerweise von einem Kollegen, der das gleiche Gerät hat und dann selber noch ein bisschen abändern. Das ist wahrscheinlich zu Beginn das Einfachste, was man machen kann. Hochwertige DMR-Geräte, Hytera und Motorola, gibt es nur als Singleband-Geräte. Das ist sicher ein großer Nachteil, vor allem wenn man mit diesen Geräten auch noch FM-Betrieb machen will. Die DMR-Geräte, also das ist zumindest jetzt mein Empfinden, sind eigentlich für FM schlechter, als wenn man jetzt reine FM-Amateurfunkgeräte nimmt. Ich habe das jetzt vor allem bei den Anytone-Geräten im 2-Meter-Bereich festgestellt. Ich habe 4 Geräte besessen einmal und ein einziges Gerät davon ist auf 2 Meter genauso gut gegangen wie mein Kenwood D-Star FM-Gerät. Alle anderen seien beim Empfang deutlich schlechter auf 2 Meter wie die Kenwoods oder Icon-Geräte oder die von Jesu. Das merkt man sehr deutlich, vor allem im 2-Meter-Bereich. Aber die Erfahrung muss jeder selber machen, aber die meisten werden mir sicher recht geben. Geräteprogrammierung sind nicht zu anderen Modellen kompatibel. Ihr werdet also nicht ein Motorola
Handfunk, Motorola wird das gleiche sein, ein Hytera, ich habe nie Motorola besessen, aber Hytera Handfunkgerät konnte ich die Geräteprogrammierung, die nennt sich Codeblock in der Fachsprache, kann man nicht ins Mobilgerät reinladen. Das ist ja heute bei den ICOM-Geräten, kann man viele Kanalprogrammierungen einfach fürs nächste Gerät übernehmen. Ctrl-C, Ctrl-V oder mit exportieren, importieren. Das ist bei den DMR-Funkgeräten teilweise möglich, aber nicht immer möglich. Negativ von DMR, das ist jetzt mein Empfinden, da muss jeder selber denken, ob er es gut oder schlecht findet. Ich finde es eher schlecht. Aufgrund der Verwendung, es gibt heute auch Apps, die man aufs Smartphone lädt und ohne überhaupt HF auszustrahlen, außer natürlich die HF des Mobiltelefons, aber das hat ja mit Amateurfunk dann nichts zu tun. Und so mit AMBE-Lösungen, Computerlösungen, hat die Qualität bei den digitalen Sprachbetriebsarten abgenommen, oft abgenommen. Es gibt manchmal, wo es gut klingt, aber ich persönlich finde, meistens ist es eher so, dass die Qualität abnimmt. Und wenn wir zurückgehen, 2012, wo es noch keine solche AMBE-Lösungen oder noch keine Apps gegeben hat für DMR, wo man über den Umsetzer gesprochen hat, und zwar dort ausschließlich mit den teuren Motorola- und Hytera-Geräten, also mit den hochwertigen, da hat DMR doch, ich sage jetzt mal von 12 Jahren, deutlich besser geklungen, wie es halt heute klingt. Dafür haben wir heute mehr Stationen am Band, da kann man sich drüber streiten, was ist jetzt besser. Ich schaue die Apps und die AMBE-Lösungen eher als kritischer Punkt an. Kommen wir zu den DMR-Begriffen. DMR-ID, das ist das Wichtigste. Wenn ihr DMR macht, um das kommt sie nicht herum. Wie man sich registriert, auf das gehe ich nicht ein. Das ist auf dmraustria.at Schritt für Schritt erklärt. Da gibt es auch YouTube-Videos dazu, jetzt nicht von mir, wie die DMR-Registrierung, da gibt es noch kein Videos, könnte ich auch einmal machen, aber das kann man sich in Ruhe nachlesen. Die DMR-ID, die brauchen wir im Amateurfunk als Identifikation. Das heißt, man registriert sich online auf einer Homepage, den Link findet ihr auch auf der DMR-Homepage, und schickt als Foto die Lizenz mit und kriegt dann in einer kurzen Zeit eine persönliche 7-stellige DMR-ID. Die wird nur weltweit einmal vergeben und die gehört euch. Nicht jedes Funkgerät braucht eine separate DMR-ID. Es wird meiner Meinung nach, also es hat lange geheißen, nur 2 Nummern. Ich habe kürzlich für einen Kollegen eine Nummer registriert, der mich um Hilfe gebeten hat. Ich habe gar keine Funktion mehr gesehen, dass man noch 2 kriegen kann. Ich glaube, heute gibt man einfach pro Rufzeichen eine DMR-ID-Nummer raus. Wieso nicht jedes Gerät eine eigene Nummer? Es gibt das sogenannte Call-Sign-Routing, dass man nach einem Rufzeichen sucht und wenn ein Kollege 3 oder 4 verschiedene Nummern hätte, dann wisst ihr ja gar nicht, mit welchem Funkgerät ist er unterwegs und so erreicht sie den gar nicht. Also DMR-ID-Nummer, es braucht auch nur eine, auch wenn man 4 DMR-Funkgeräte hat, man gibt in jedes Gerät seine persönliche Nummer ein. Das ist wie wenn ihr 3 Mobiltelefone habt, eine SIM-Karte und die SIM-Karte tauscht, dann kriegt ihr auch nicht eine neue Telefonnummer. Ich muss noch einmal erwähnen, wieso ich immer huste und mich nicht entschuldige. Ich bin gesundheitlich angeschlagen, man hört es wahrscheinlich und deshalb huste ich halt zwischendurch. So, die DMR-Nummer, ID-Nummer, die 7-stellig. Nehmen wir meine Nummer, O8VWK, 2328039, das ist meine Nummer. Und alle österreichischen Rufzeichen kriegen die 232 zu Beginn. Das ist in Österreich fix. 228 in der Schweiz, 262, 263, 264 in Deutschland. Deutschland hat einfach zu wenige Nummern gehabt, deshalb haben sie 263 und 264 noch ins Leben gerufen. Diese 232, die kommt noch von der GSM-Betriebsart her, jetzt hätte ich fast gesagt, der ehemaligen. In der Schweiz haben sie nämlich 2G abgeschaltet und dieses Jahr wird 3G abgeschaltet. Und deshalb in Österreich gibt es aber 2G noch. Und dort hat man so länderspezifische Nummern eingeführt. Und diese Nummern, die haben einen Namen. Ich weiß sie aber nicht, muss man aber auch nicht wissen. Österreich 232. Die nachfolgenden 4 Stellen
die sind fortlaufend. Früher war die 8 noch, also die vierte Stelle Bundesland, alle E1 gehabt haben, die haben OE1 Rufzeichen gehabt, OE2. Von dem ist man weggekommen, das heißt 232, und jetzt vergibt man die diese Nummern fortlaufend. Ich habe seit einigen Jahren diese Nummer schon, deshalb habe ich noch eine 8. Und momentan, ich weiß gar nicht, wo wir momentan sind, ob noch im Nullerbereich, 1 oder 2er Bereich, das wüsste ich jetzt nicht auswendig, ist aber auch nicht wichtig. Also wichtig, 232 für Österreich, und die vier Stelle, die restlichen vier Ziffern, die werden fortlaufend vergeben. Man kann auch keine Nummer wünschen, das gibt es nicht. Die Nummer vergibt übrigens ein internationales Team. In Österreich gibt es seit Ende 2000, also seit Dezember 2019, gibt es in Österreich keinen Ansprechpartner mehr für die DMA-IDs. Früher haben wir irgendeine OE3-Station hat das früher, war Ansprechpartner, wenn man ein Problem gehabt hat. Heute ist das ein internationales Team. Es gibt aber auch deutschsprachige Leute, die einem helfen, wenn man ein Problem hat. So, kommen wir zu Sprechgruppen, und das ist das Nächste, was ihr andauernd bei DMR antrifft, den Begriff Sprechgruppe, abgekürzt TG und auf Englisch Talk Group. Eine Sprechgruppe ist nichts anderes als ein vordefiniertes Gebiet, wo man gehört werden will. Wie eine Art, Sie müssen sich das so vorstellen, ein Sammelanschluss von Telefonnummern, wie wenn man jetzt beispielsweise eine Telefonnummer hätte und mit dieser Telefonnummer, wenn ich die wähle am Mobiltelefon, dann läuten alle Telefone im Bundesland Wien in OE1. Gibt es nicht, ist mir klar, aber so müsst ihr euch das vorstellen. Eine Sprechgruppe, das ist eine Nummer, das kann beginnen von einer einstelligen Nummer bis hin zu, was haben wir heute, 5- oder 6-stellige Nummern schon. Und das ist nichts anderes als ein vordefiniertes Gebiet, wo man eine Region oder eine Gruppe mit der entsprechenden Nummer erreichen will. Das ist eine Sprechgruppe. Und bei DMR wird immer, jede Aussendung wird mit irgendeiner Sprechgruppe gemacht, außer man macht sogenanntes Call-Sign-Routing, also ein Einzelgespräch zwischen zwei Personen, oder man will einen Reflektor schalten. Reflektor kommen wir nachher dazu, was das ist. Sonst wird immer, ohne Ausnahme, gesendet, indem man irgendeine Sprechgruppe aussendet. Ohne das geht das Funkgerät gar nicht auf Sendung. Außer eben die Ausnahme Call-Sign-Routing, Einzelgespräch oder die Aussendung einer Reflektorschaltung. Die Sprechgruppe wird aufgrund der hinterlegten Kanalprogrammierung ausgesendet, und je nach Funkgerät, das man hat, kann man es auch über eine Tastatur oder über einen Speicher wie Kontakte raussuchen aus dem Funkgerät und so anwählen. Das ist jetzt aber von Funkgerät zu Funkgerät verschieden. Eine Sprechgruppe, wo wird dann die Sprechgruppe gehört? Die Sprechgruppe wird dort automatisch gehört am Umsetzer oder Hotspot, wo sie fix aufgeschaltet ist. Da muss dort nichts gemacht werden, dann wird sie immer ausgesendet, oder wenn man sie irgendwo zeitlich begrenzt manuell aktiviert. Dort wird die entsprechende Sprechgruppe gehört. Wenn ihr eine österreichische Sprechgruppe wählt, ist die Chance relativ klein, dass sie irgendwo in Deutschland gehört wird. Also im Normalfall sind österreichische Sprechgruppen in Deutschland nicht fix aufgeschaltet. Vielleicht noch in einer Grenzregion, aber es ist unrealistisch, dass jetzt in Hamburg eine österreichische Sprechgruppe fix aufgeschaltet ist, weil sonst würden die in Hamburg oben über den Umsetzer andauernd irgendwelche österreichische Kursos hören. Aber in Österreich sind die natürlich teilweise je nach Sprechgruppe, was für einen Sinn die Sprechgruppe hat, fix aufgeschaltet. Wenn nicht, kann man sie immer zeitlich begrenzt einmal manuell aktivieren. Die Sprechgruppe wird immer als Gruppenruf ausgesendet. Was ein Gruppenruf ist, erkläre ich nachher noch. So, ich möchte euch jetzt einmal grafisch so zwei getrennte QSOs aufzeigen, damit ihr euch das vielleicht bildlich vorstellen könnt. Ich habe vorher gesagt, wir haben einen Zeitschlitz 1 am Umsetzer, der mehr Umsetzer, und einen Zeitschlitz 2.
Wir haben am Zeitschlitz 1 beispielsweise die Sprechgruppe 232. Das wäre jetzt die Österreich-Sprechgruppe. Wir haben am Zeitschlitz 2 haben wir eine Sprechgruppe 2328. Das wäre eine Sprechgruppe für Kärnten. Und wir haben eine Sprechgruppe 2323 für OE3 für Niederösterreich. So, gibt natürlich noch ganz viele andere Sprechgruppen. Wir reduzieren jetzt unser Beispiel hier einmal auf 3 Sprechgruppen, verteilt auf Zeitschlitz 1 und Zeitschlitz 2. Wir haben verschiedene Umsetzer. Hier in unserem Beispiel zeige ich euch mal einen Umsetzer in OE8, einen zweiten Umsetzer in OE8, einen dritten Umsetzer, der steht in OE3 und ein vierter Umsetzer in OE3. Dazwischen ist der DMR-Server. Damit überhaupt Umsetzer oder Relais übergreifend QSOs stattfinden können, müssen die Umsetzer und die Hotspots selbstverständlich via Internet oder via Hemnet mit einem DMR-Server verbunden sein. Am Zeitschlitz 1 mit der Sprechgruppe 232 sind ganz viele Funkgeräte, beispielsweise QRV. Zeitschlitz 2 sind jetzt in der Region Kärnten, sind auf 2328 Leute QRV. Dasselbe in OE3, dort allerdings mit der regionalen Sprechgruppe für OE3 mit 2323. So, unsere 4 Umsetzer sind mit dem DMR-Server verbunden. Und am Zeitschlitz 1 sind jetzt in diesem Beispiel die 232, die Sprechgruppe 232 österreichweit ist fix aufgeschaltet, was auf den meisten Umsetzern tatsächlich der Fall ist. So, jetzt kommt ein OM aus OE8 und eine YL ist in OE3. Die zwei führen jetzt über 2 verschiedene Umsetzer ein QSO auf der Zeitschlitz 1 mit der Sprechgruppe 232 und blockieren jetzt einmal diesen Zeitschlitz 1. Somit ist dort aktuell über die 2 belegten Umsetzer kein weiteres QSO am Zeitschlitz 2 möglich, aber am Zeitschlitz 1 möglich, aber der Zeitschlitz 2, der ist immer noch frei. So, und am Zeitschlitz 2 wird jetzt in der Region Kärnten ist die 2328 beispielsweise fix aufgeschaltet. Und da läuft jetzt ein Kärnten-internes QSO über alle Kärnten-Umsetzer über die Sprechgruppe 2328. Zeitschlitz 1 läuft parallel immer noch das QSO zwischen OE8 und OE3. Die stören sich gegenseitig nicht. So, 5 Minuten später will man in Niederösterreich ein regionales QSO führen über die Sprechgruppe 2323. Und zwar ist eine OE3-Station am Umsetzer links und eine OE3-Station am Umsetzer rechts. Entschuldigung, das waren jetzt noch die Kärntner Freunde. So, jetzt kommen unsere OE3-Kollegen dazu und sprechen gleichzeitig am Zeitschlitz 2 über 2323. So, ich habe ja gesagt, nur ein QSO pro Zeitschlitz. Wieso kann man jetzt in Österreich gleichzeitig mehrere QSOs parallel am gleichen Zeitschlitz führen? Dies geht, weil in OE8 über 2328 gesprochen wird, regional, und diese 2328 jetzt in Niederösterreich nicht fix aufgeschaltet ist. Und deshalb sind die Umsetzer dort bleiben frei. Und dort kann jetzt über die 2323, die Niederösterreich-Sprechgruppe, auch ein QSO geführt werden. Also ihr seht, in diesem Beispiel laufen 3 parallel gleichzeitige QSOs. Und deshalb ist der ja mehr so interessant mit diesen verschiedenen Sprechgruppen, weil man trotzdem international verlinkt ist, verbunden ist und trotzdem aber gleichzeitig mehrere QSOs laufen, die sich gegenseitig nicht stören. Natürlich jetzt in OE8 findet hier das QSO statt. Die Umsetzer sind besetzt. Da muss man warten, bis die aufhören zu sprechen. Und dann kann sich eine OE8-Station mit manueller Wahl der 2323-Sprechgruppe auch zum QSO nach OE3 verlinken. Das würde auch gehen. Aber die 2323 ist nicht fix aufgeschaltet, aber man wählt im Funkgerät die 2323, drückt 2 Sekunden etwa die Sprechtaste und dadurch ist manuell
die Sprechgruppe 232-3 für eine gewisse Zeit aktiviert. Kommen wir zu den Reflektoren noch. Ein Reflektor reflektiert das Gesprochene, also das heißt, man wird dort ausgesendet, wo der entsprechende Reflektor aktiv ist. Auch ein Reflektor ist ein vordefiniertes Gebiet, wo man gehört werden will, und es gibt natürlich verschiedene Reflektoren. Der Reflektor ist immer im Hintergrund aktiv, ohne dass man ihn eigentlich physisch am Funkgerät sieht, und funktioniert nur auf Zeitschlitz 2 mit gewählter Sprechgruppe 9. Und wichtig, Reflektoren gibt es nur im IPSC2-DMR-Netz. Brandmeisternetz hat keine Reflektoren mehr. Also, der Reflektor ist im Hintergrund aktiv aufgeschaltet. Das ist im Normalfall der entsprechende regionale Reflektor bei IPSC2. Das ist in OE1 4191, OE2 4192, geht bis nach OE8 4198. Also ihr merkt schon, die letzte Zahl ist das Bundesland. Die verschiedenen Reflektoren und Sprechgruppen, die findet ihr übrigens auf dmraustria.at. Ich gehe jetzt nicht auf diese verschiedenen Nummern ein, weil das sonst zu viel wird. Ein Reflektor muss aber im Hintergrund aktiviert sein, also standardmäßig. Sonst, wenn das nicht so wäre, dann wäre nur ein komplett lokales QSO über einen einzigen Umsetzer möglich, ohne dass sich jemand zum QSO dazuschalten kann von auswärts. Reflektoren schaltet man, aktiviert man, deaktiviert man, wechselt man immer mit Privatruf oder Einzelruf. Ich komme nachher noch dazu, was ein Einzelruf ist. Vorteil. Jetzt fragt man sich, ja, wir haben Sprechgruppen, wieso braucht es Reflektoren? Da scheiden sich die Geister, was ist besser? Die Sprechgruppen, da gibt es unzählige. Und ich komme nachher noch dazu, die Sprechgruppen, man muss eine sogenannte RX-Gruppliste führen, wo man alle Sprechgruppen hinzufügt, wo man Hören empfangen will. Und irgendwann ist diese Liste voll. Und da kommen wir zu einem Problem, dass man x Sprechgruppen hinzufügen muss und bei 62 spätestens ist fertig. Man muss sich auf die wichtigsten 62 beschränken. Und beim Reflektor ist es relativ einfach, weil dort immer Zeitschlitz 2 Sprechgruppe 9 ist, braucht man eigentlich immer nur eine Sprechgruppe und im Hintergrund läuft dann der regionale Reflektor und der kann man ja manuell hin und her schalten. Das macht man einmal, nachher spricht man mit der Sprechgruppe 9. Zu Beginn der DMR-Netze haben wir nämlich relativ wenige Sprechgruppen gehabt. Wir haben etwa 4 oder 5 am Zeitschlitz 1 gehabt, vor allem international, und am Zeitschlitz 2 haben wir eine Sprechgruppe 232 österreichweit und die TG9 für den Reflektorbetrieb gehabt. Das zu Zeiten, wo es noch kein Brandmeister gegeben hat. Also wir haben in Österreich etwa 7 oder 8 Sprechgruppen gehabt und mehr haben wir gar nicht gehabt. Und heute haben wir unzählige. Und deshalb ist das der Vorteil. Andere sagen, ich habe lieber gerne die wichtigsten Sachen abgespeichert pro Kanal, wo ich da am Drehschalter am Funkgerät anwählen kann. Ja, die sind wahrscheinlich begeisterter von diesen Sprechgruppen. Aber wir haben heute beides. So, auch noch kurz grafisch, wenn ich da von Reflektoren rede. Wir haben immer noch in unserem Beispiel unser QSO am Zeitschlitz 1 mit der Sprechgruppe 232. Das belassen wir. Jetzt haben wir aber einen Reflektor 4198 OE8. Und dort sind auch Leute QRV. Und wir haben wieder in unserem Bundesland Niederösterreich, damit wir im gleichen Bundesraum bleiben, der Reflektor 4193 im Hintergrund aktiviert. Senden tut man aber überall mit der Sprechgruppe 9. Sendet man in OE8 mit der Sprechgruppe 9 und dort ist der Reflektor 4198 aktiviert, kann man innerhalb von OE8 ein QSO führen über mehrere Umsetzer und parallel dazu läuft auch mit der Sprechgruppe 9 in Niederösterreich ein QSO, die stören sich nicht, weil bei der Sprechgruppe 9 im Hintergrund in Niederösterreich der Reflektor 4193 aktiviert ist. Also, wir haben regional verschiedene Reflektoren. Man kann die manuell umschalten für eine gewisse Zeit. Nachher geht es wieder zurück zum Standard-Startreflektor.
So, da haben wir auch wieder unsere Funkfreunde und wir haben wieder unsere vier Umsätze, die kennen wir vom vorigen Beispiel schon. Wir haben wieder unser DMR-Server und hier ist es wirklich ein reines IPSC2-Beispiel, weil Brandmeister keine Reflektoren hat. Die Umsätze sind alle mit Zeitschlitz 1, mit dem QSO, mit der Sprechgruppe 232 belegt und in OE8 läuft ein QSO über den Reflektor 4198, der im Hintergrund aktiviert ist und man sendet mit der Sprechgruppe 9 und in OE3 auch mit der Sprechgruppe 9, dort im Hintergrund aber mit dem Reflektor 4193. Und unsere QSOs in OE8, ihr seht es grün, und parallel in OE3 mit blau. So, ich komme kurz noch einmal zu dieser RX-Group-Liste dazu. Das ist ganz etwas Wichtiges, vor allem dann, wenn ihr ein Motorola-Funkgerät oder wenn ihr ein Hytera-Funkgerät habt. Dort müssen alle Sprechgruppen, die ihr hören möchtet, in so eine RX-Group-Liste hinzugefügt werden. Das macht man bei der Programmierung am Computer. Wenn ihr eine Sprechgruppe nicht in die RX-Liste hinzufügt und über den Umsetzer, wo ihr QRVs jetzt wird gesprochen mit dieser Sprechgruppe, die ihr nicht hinzugefügt habt, hört ihr nichts. Ihr seht nur am Display des Funkgerätes, dass irgendwo ein Signal da ist, aber ihr hört nichts. Deshalb muss diese RX-Group-Liste, die kann pro Programmierungssoftware ein bisschen anders heißen, muss man diese füttern. Und das ist vor allem ein Muss und noch einmal ein Muss bei Hytera und Motorola Funkgeräten. Ich habe es gesagt, wenn ihr beispielsweise die Sprechgruppe 232 nicht in eure RX-Group-Liste drin habt und es läuft eine Aussendung über die Sprechgruppe 232, dann hört ihr einfach nichts. Beispiel, OE1 und OE2 stehen direkt nebeneinander und empfangen den DMR-Umsetzer sehr gut. In der RX-Liste des Funkgerätes von OE1 ist die 232 enthalten, beim Funkgerät des OM2 ist die Sprechgruppe 232 nicht enthalten. OM1 hört die Aussendung im Funkgerät, OM2 hört nichts und sieht nur an die Signalanzeige des Funkgerätes, dass offensichtlich ein Signal vorliegt. Das wäre das typische Verhalten, wenn die Sprechgruppe in der RX-Liste drin ist oder nicht. In der RX-Group-Liste, je nach Funkgerät, können maximal etwa 62 Sprechgruppen erfasst werden. Je nach Funkgeräte, Marke und Typ kann das auch weniger sein. Es gibt aber, und jetzt das große Aufatmen von denen, die Anytone, Islands und Radevis-Funkgeräte benutzen. Bei diesen Geräten gibt es eine Funktion, die man aktivieren kann und dann werden alle Sprechgruppen zu hören sein, auch sogar Einzelrufe, also sogenannte Call-Sign-Routing oder Private-Calls, werden gehört. Dort muss diese RX-Group-Liste nicht nachgefüllt werden. Also es gibt Hoffnung, aber bei den hochwertigen Geräten von Motorola und Hytera, weil die wirklich nicht für den Amateurfunk gedacht sind, dort gibt es das leider nicht, diese Funktion. Einzelruf, Gruppenruf. Der Einzelruf, Gruppenruf, eines von beiden wird immer ausgesendet und man hinterlegt das bei der Kanalprogrammierung, wenn man einen Kanal programmiert, oder man kann es manuell hin und her schalten in den Funkgeräten. Einzelruf nimmt man fürs Call-Sign-Routing. Das bedeutet nichts anderes. Ich wähle die DMR-ID-Nummer. Die kann ich eventuell sogar aus den Kontakten, wenn ich jemanden als Kontakt abgespeichert habe, auswählen, drücke die PTT-Taste und mein Signal wird zu diesem Hotspot oder Umsetzer weitergeleitet, wo die entsprechende andere Person das letzte Mal die PTT-Taste gedrückt hat. Der Server, der die Gespräche weiterleitet, der weiß, wo der andere das letzte Mal die PTT-Taste gedrückt hat. Wenn also jemand in Urlaub fährt und dort die PTT-Taste drückt, dann weiß der Server, der merkt sich das und würde ein Private Call, einen Einzelruf dorthin leiten. Man benutzt so einen Private Call oder Einzelruf eben auch für die Reflektorschaltung, das allerdings dann bei IPSC2 nur. Das Call-Sign-Routing
Das System weiß aber nicht automatisch, wo ich mich aufhalte, sondern nur, wo ich das letzte Mal PTT-Taste gedrückt habe. Und Call-Sign-Routing zwischen den zwei Systemen IPSC2 und DMR Brandmeister funktioniert nicht. Einzelruf schützt nicht vor fremden Ohren, nur schützt nur bei Hetero-Motorola-Geräten. Die Funkgeräte, die alles freischalten können, diese Redevis, Anytone und Islands-Geräte haben das. Dort wird auch der Private Call wieder öffentlich zu hören sein, also aufpassen. Einzelruf schützt nicht vor fremden Ohren. Ein Gruppenruf hingegen wird benutzt dann, wenn man von mehreren Personen gehört werden will. Das ist auch der Standard, weil der sogenannte Einzelruf, also Kursos zwischen zwei Personen, ist eher über die Umsätze ein bisschen verpönt, weil man so eigentlich ein Ego-Kurso führt, wo nur zwei Personen sich daran beteiligen können. Und wir sind ja im Amateurfunk eher offen und deshalb ist der Standard der Gruppenruf mit Verwendung der verschiedenen Sprechgruppen. Und noch einmal, bei jedem Durchgang wird entweder ein Einzelruf oder ein Gruppenruf gesendet. Ohne die zwei Sachen geht das Funkgerät gar nicht auf Sendung, würde er reklamieren. Wenn ihr überhaupt es fertig bringt, einen Kanal abzuspeichern, ohne eines von beiden zu hinterlegen, wenn ihr das noch hinkriegt, spätestens bei Drücken der PTT-Taste geht es dann nicht mehr. Codeblock. Codeblock ist nichts anderes als, das nennt man die Programmierdatei für das DMR-Funkgerät. Das ist nichts anderes, der Codeblock. In dem Codeblock sind enthalten die entsprechenden Sprechgruppen, die Kanäle von den verschiedenen Umsätzen und so weiter. Muss nicht ein DMR-Gerät sein. In der Zwischenzeit nennt man das auch bei ICOM-Geräten oder Kenwood-Geräten Codeblock. Aber Codeblock nichts anderes als die Programmierdatei. Wenn man ein Funkgerät an den Computer anschließt, ausliest, das ist der Codeblock, wenn man das unter einem Namen dann abspeichert auf dem Computer. Bei Gerätekauf ist das DMR-Funkgerät im Normalfall leer. Das heißt, wenn ihr ein DMR-Funkgerät auspackt, Akku ran, einschalten, das Gerät ist noch nicht brauchbar. Erstens muss eure persönliche DMR-ID eingetragen werden und die Kanäle müssen auch eingetragen werden. Empfehlung, Mustercodeblock von einem Kollegen nehmen und für sich anpassen und aufpassen, wenn ihr einen Mustercodeblock nehmt, bevor ihr den benutzt oder auf Sendung geht, eure persönliche DMR-ID anpassen und wenn das Funkgerät noch Aussendungen, GPS-Daten aussenden Richtung aprs.fi, dann bitte dort auch noch euren Namen hinterlassen und eure DMR-ID, nicht, dass ihr mit einem fremden Rufzeichen unterwegs seid. Muss der Codeblock von einer bekannten Homepage runterladen? Ich habe ein paar online gestellt und sonst fragt es einfach eure Kollegen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, mit Clone einen Codeblock einzulesen, das ist vor allem bei Motorola und Hetera so, dann benutzt bitte die Funktion Clone. Bei Anytone, Redevis und Islands gibt es diese Clone-Funktion nicht. Und passt bitte von Zeit zu Zeit eure Codeblocks an, neue Sprechgruppen hinzufügen oder neue Umsätze hinzufügen oder alte rausschmeißen. Gilt auch für FM natürlich. Bei Hetera-Funkgeräten, wenn ihr den Codeblock ausliest und das Hetera-Funkgerät hat GPS-Empfang, immer zuerst vor dem Auslesen GPS aktivieren, weil sonst liest er euch die Kanäle aus und überall sind die GPS-Daten deaktiviert und ihr könnt das nachher nicht mehr aktivieren. Ihr könnt es alle von Hand anpassen, ist mir leider auch schon passiert. Motorola kann ich nicht sagen, bei den anderen günstigen China-Geräten ist das kein Thema. Also bei Hetera unbedingt GPS aktivieren vorher, bevor ihr den Codeblock ausliest. Color Code, mit dem werdet ihr auch einmal, wenn ihr einen Kanal abspeichert, in Kontakt kommen. Ganz kurz, Color Code ist nichts anderes wie der TSQ bei FM, der Tonesquelch. Es gibt auch dort verschiedene 00 bis 15. In Österreich wird hauptsächlich mit Color Code 01 gearbeitet. Verwendung verschiedener Color Codes macht Sinn bei Relais mit gleicher Frequenz.
mit überschneidendem Einzugsgebiet und dass das hätte man sich überlegen sollen, als man in OE8 den Pyramidenkogel und in Graz den Schöckel, die beide auf 438,6 MHz senden, dort hätte man sich absprechen sollen, weil die haben beide Color Code 1 und wenn man in Kärnten auf einem hohen Berg wie der Betzen ist und dort sendet am Zeitschlitz 2 mit der Sprechkuppe 9, dann hört man euch über den Schöckel in der Steiermark und über den Pyramidenkogel in Kärnten. Und je nachdem, ein Bundesland entsteht ein Geisterkurs so, weil er die Antworten der Station nicht hört. Das zum Thema Color Code. Talker Alias gibt es bei Hetera-Geräten und auch bei Anytone-Geräten. Gibt es das beispielsweise, man hat eine Zeile, die man beispielsweise sein Rufzeichen und seinen Namen eintragen kann. Und da kann man das mit aussenden, mit seiner Sprache. Und wenn ein anderer auch diese Talker-Alias-Funktion in seinem Funkgerät aktiviert hat, dann sieht er eure Rufzeichen und Namen, auch wenn er euch nicht abgespeichert hat als Kontakt. Das wäre eigentlich das, was wünschenswert wäre generell bei DMR. Beispielsweise habe ich OE8VIK Michi drin und wenn ich drücke, und ihr würdet sonst meine siebenstellige DMR-ID sehen. Nach etwa 2 Sekunden ist diese siebenstellige Nummer weg und dieser Text erscheint dann bei euch. Es gibt aber auch Funkgeräte, wo ihr die Rufzeichendatenbanken natürlich einlesen könnt. Bei Anytone beispielsweise, ich lade ja einmal im Monat seine Datenbank ins Download auf die DMR-Seite. Dort erübrigt sich dieser Talker-Alias-Funktion eigentlich. Brandmeister übrigens sendet systembedingt automatisch einen Talker-Alias aus. Dort könnt ihr im Self-Care bei der Registratur auf der Brandmeister-Homepage euren Text selber hinterlegen. So, DMR-Betrieb, Zeitschlitze, Sprechgruppen. In Österreich hat sich bei IPSC2 ein bisschen eingebürgert bei den Umsetzern, dass auf Zeitschlitz 2 eher der weltweite Betrieb gemacht wird oder Funkbetrieb via Brücken, Transkodierungen zu anderen digitalen Sprachbetriebsorten wie DSDA oder C4FM. Das läuft mehr oder weniger alles am Zeitschlitz 1 ab. Der regionale und lokale und nationale Funkbetrieb auf Zeitschlitz 2. Meistens ist es so, dass am Zeitschlitz 1 die Sprechgruppe 232 Österreich fix aufgeschaltet ist, am Zeitschlitz 2 der Reflektor mit der Sprechgruppe 9 der Regionale und allenfalls die entsprechende Brandmeister-Sprechgruppe vom entsprechenden Bundesland. Bitte längere Kursos nicht unbedingt über die am Zeitschlitz 2 über die 232 machen, sondern auf die regionale Sprechgruppe 232 1 bis 9 wechseln oder bei IPSC2 mit der Sprechgruppe 9 den regionalen Reflektor benutzen. Weil sonst sind österreichweit alle Umsetzer besetzt und gerade am Abend gibt es einige regionalen Kursorrunden, die man vielleicht jetzt beispielsweise in Wien hört man nicht, dass um 20 Uhr in Kärnten gesprochen wird und dann blockiert man denen den Umsetzer. Man kann ja groß anfangen, wenn man seinen Kursor-Partner hat, kann man sich ja dann auf eine kleinere, weniger weit ausgestrahlte Sprechgruppe oder Reflektor einigen. Bei Brandmeister ist es eigentlich so oder oft so, dass am Zeitschlitz 1 die Sprechgruppe 232 aufgeschaltet ist. Die wiederum ist zusammengeschaltet mit dem IPSC2-Netz, Sprechgruppe 232, dort aber am Zeitschlitz 2. Zeitschlitz 2 bei Brandmeister ist oft so, dass die regionale Sprechgruppe 232 1 bis 9, je nach Bundesland ist, oder und die 232 0, das ist so ein Ersatz für die österreichweite 232. Generell, was fix aufgeschaltet ist und welche, das entscheiden wie bei IPSC2, wie beim Brandmeister die entsprechenden Relais verantwortlich, die Relais-SysOps. Detailliert Auskunft über die aufgeschalteten Sprechgruppen findet ihr, die Links findet ihr auf dmraustria.at. Hinweis, das ist jetzt auch wieder wichtig, IPSC2 sind die Sprechgruppen am Zeitschlitz 1 und 2 nicht die gleichen. Es gibt am Zeitschlitz 1 eine österreichweite Sprechgruppe 232
und es gibt eine Sprechgruppe 232 österreichweit am Zeitschlitz 2. Das sind nicht die gleichen. In IPSC 2 sind die Nummern am Zeitschlitz 1 für sich und die Nummern, die Sprechgruppen am Zeitschlitz 2 für sich. Bei Brandmeister ist das anders. Das ist wichtig, dass man sich das weiß. Bei Brandmeister sind es an beiden Zeitschlitzen die gleichen Sprechgruppen. Aber man kann also ein OE9 auf Zeitschlitz 1 mit einer Sprechgruppe sprechen im Brandmeisternetz und in OE8 am Zeitschlitz 2 mit der gleichen Nummer. Man hört sich gegenseitig, obwohl der eine in OE9 am Zeitschlitz 1 spricht und der andere in OE8 am Zeitschlitz 2. Achtung, was nicht geht, am gleichen Umsetzer am Zeitschlitz 1 sprechen mit 232.8 beispielsweise und am gleichen Umsetzer am Zeitschlitz 2 auch 232.8. Gegenseitig am gleichen Umsetzer würde man sich nicht hören. Das ist auch etwas, was man sich vielleicht noch merken müsste. So, ich muss noch einmal einen Schluck trinken. Den Links zu den Dashboards, ich komme gleich noch drauf zu sprechen, was ein Dashboard ist, findet ihr auf der Dermia-Homepage. UAT ist on demand, was versteht man dadurch? Eine Sprechgruppe kann durch kurzes Auftasten mit entsprechend gewählter Nummer am Funkgerät, das ist hinterlegt bei der Kanalprogrammierung oder man wählt es manuell, kann man manuell aufschalten, wenn sie eh nicht schon fix aufgeschaltet ist. UATGS User Activated, heißt das abgekürzt, können benutzt werden, damit beispielsweise nur diejenigen Umsetzer benutzt werden, für welche das QSO notwendig ist. Unbeteiligte Umsetzer bleiben somit frei. Bei IPSC2 ist es so, dass eine manuell aufgeschaltete Sprechgruppe nach 15 Minuten wegfällt und bei Brandmeister ist es bereits nach 10 Minuten. Kurzes Beispiel, QSO, jetzt für IPSC2. Wir sind Standby, Zeitschlitz 2 und rufen einmal CQ österreichweit über die Sprechgruppe 232. So, es gehen alle Beispielsumsetzer, 6 Stück, auf Sendung. Wir werden überall gehört. Ein QSO über den vom Umsetzer 1 zum Umsetzer 4 kommt zustande, damit wir nicht alle Umsetzer unnötig auf Sendung jagen, sagen wir, okay, wir gehen zum Zeitschlitz 2, nehmen dort die Sprechgruppe 9 und schauen, dass im Hintergrund der Reflektor 4198 gewählt ist und machen unser QSO dort, was zur Folge hat, dass nur die notwendigen Umsetzer 1 und 4 auf Sendung gehen, 2, 3, 5 und 6 bleiben frei. So habe ich das gemeint mit der Sprechgruppe 232. Das ist nicht schlimm, wenn man dort drüber mal spricht. Das macht aber über längere Zeit keinen Sinn. Am wenigsten Sinn macht es, wenn man über den gleichen Umsetzer mit der Sprechgruppe 232 spricht. Weil dann kann man gleich die regionale Sprechgruppe 232 1 bis 9 nehmen oder dass man die TG9 bei IPSC2 die Sprechgruppe 9 nimmt und dort im Hintergrund schaut, dass man den gleichen Reflektor hat. Ist nur ein bisschen grafisch, ein bisschen anders dargestellt. Noch einmal anders dargestellt, das ist, ihr kennt das vom DMR-Handbuch her und von den Homepage. Hier haben wir beispielsweise ein QSO, netzübergreifend vom Brandmeister und IPSC2 mit der Sprechgruppe 232.8. Da spricht in Kärnten über den Brandmeister-Umsetzer beispielsweise am Dobratsch jemand mit der Sprechgruppe 232.8. Jemand, der einen Hotspot hat im Brandmeisternetz, spricht auch auf 232.8 mit. Und jemand hat einen IPSC2-Hotspot, auch dort wählt er die 232.8. Und alle drei OMs oder YLs hier sind beteiligt. Die anderen grau hinterlegten Umsetzer, die bleiben unbehelligt, also die bleiben, werden nicht auf Sendung geschickt, weil dort die Sprechgruppe 232.8 beispielsweise nicht fix aufgeschaltet ist und auch nicht manuell zeitlich begrenzt aktiviert wurde. Kurz zu den Dashboards.
ein Dashboard, da gibt es zwei verschiedene pro DMR-Netz, da kann man schauen, welche Umsätze sind gerade oder gibt es überhaupt und man kann schauen, die Frequenz raussuchen, man sieht, wo QSOs laufen, welche Sprechgruppen fix aufgeschaltet sind. Ihr seht oben den Link. Es gibt noch für das IPSC2-Dashboard einen direkten Link, wo man hier draufkommt, aber ich habe das eingebettet, weil ich zu dem Dashboard, was ihr da seht, noch Informationen und Erklärungen dazu gegeben habe. Deshalb ja, vor allem für die Anfänger, dass ihr mal die oben erwähnte Link nehmt. Ihr findet das auch auf der Homepage, weil da findet ihr die ganzen Begriffe, die ihr da seht und wo was ersichtlich ist, noch erklärt. Ich will jetzt nicht aufs Detail reingehen. Es ist ja ein Grundlagenreferat. Bei Brandmeister gibt es auch so ein Dashboard. Dort schaut alles ein bisschen anders aus. Schmökert einfach mal selber bei diesen Dashboards herum und schaut, was ihr findet und was zu sehen ist. Kommen wir bereits zum letzten Teil des Referates. Tücken bei DMR, was wird oft falsch gemacht? Und das sind immer die gleichen Sachen, was die Leute dann irgendwo, vor allem die Neulinge, zum Verzweifeln bringt, weil sie es nicht nachvollziehen können. Also, auf was muss geachtet werden beim DMR-Funkverkehr? Ihr habt keinen Ton, ihr seht aber am Funkgerät, dass ein Signal anliegt. So, jetzt kann sein, dass ihr auf dem falschen Zeitschlitz QRV seid, wenn nämlich am Zeitschlitz 1 ein QSO läuft und ihr seid auf dem Zeitschlitz 2 QRV, dann seht ihr zwar, dass ein Signal ist, aber ihr hört es nicht, ja klar, es ist am anderen Zeitschlitz. Oder ihr habt die entsprechende Sprechgruppe nicht in eure RX-Group-List hinzugefügt. Und wenn ihr ein Funkgerät habt, wo man aktivieren kann, dass man sowieso alles hört, dann ist vielleicht diese Funktion ausgeschaltet. Das heißt bei Anytone Digimonitor und das sollte Digimonitor sollte auf Slot 1 stehen. So, das ist etwas, was ich immer und immer wieder höre oder gefragt wird. Ich habe in meinem Funkgerät eine Zone und dort habe ich 20 Kanäle abgespeichert, alles die gleiche Frequenz, alles der gleichen Umsätze und zwar auf jedem Kanal, aber auf jedem Kanal, den ich programmiert habe, eine andere Sprechgruppe. Es läuft ein QSO am Zeitschlitz 2. Ich habe 10 Kanäle verschiedene mit verschiedenen Sprechgruppen abgespeichert und ich drehe von einem Kanal zum anderen. Ich sehe, dass mit der Sprechgruppe 232 8 gesendet wird beispielsweise. Ich drehe und drehe auf jedem abgespeicherten Kanal, höre ich aber 232 8, obschon ich ja einen Kanal mit 232 1 abgespeichert habe, einen Kanal mit 232 3, einen mit 232 6, einen mit 232 8 und so weiter. Und jeden, den ich anwähle, ich höre das QSO trotzdem richtig. Empfangen tut es ihr ja trotzdem. Das ist wurscht, welche Sprechgruppe bei eurer Kanalprogrammierung hinterlegt ist. Hören tut ihr es trotzdem. Wenn aber jemand ruft mit gewählter Sprechgruppe 232.8, ihr hört den, ihr gebt Antwort und bei eurem Kanal, den ihr gewählt habt, ist die Sprechgruppe 232.6 von der Steiermark drin. Da gebt ihr mit der falschen Sprechgruppe Antwort und der andere, der gerufen hat, wird euch nicht hören. Also wichtig, ihr hört auf jedem abgespeicherten Kanal das entsprechende QSO, aber wenn ihr antworten wollt, unbedingt mit der richtig gewählten Sprechgruppe antworten, weil sonst funktioniert das nicht. Das ist eines der meistgemachten Fehler bei den Anfängern. Auch wichtig, lasst 3 bis 4 Sekunden Umschaltpause, nicht weil bei FM, nicht wie bei der Kurzwelle, Mikrofonübergabe und sofort reinreden. Lasst bitte Unterbruch, weil da das Internet dazwischen geschaltet ist, gibt das ein bisschen eine Zeitverzögerung, dass auch andere Stationen sich beim bestehenden QSO sich dazu melden können. Umschaltpause 3 bis 4 Sekunden ist ein Muss, ist ein Soll, ist ein Gewollt. Was auch zu Problemen führen kann, dass OM1 und OM2 sich suchen, ein QSO machen wollen, aber der eine ist am Brandmeisternetz QRV und der andere ist am IPSC2-Netz QRV und man wählt
eine Sprechgruppe, die nicht auf beiden Netzen zur Verfügung steht, passiert auch immer wieder. Wenn ihr am Zeitschlitz 2 die Sprechgruppe 232.1 bis 9 wählt, das ist auf beiden BR-Mehrnetzen ist die erhältlich. Ich rede jetzt ausschließlich für Österreich, nicht für die Schweiz. Dort ist das nicht möglich. In der Schweiz gibt es keine Verbindungen zwischen IPSC2 und Brandmeister. In Österreich und in Deutschland schon. Am Zeitschlitz 2 sind diese regionalen vierstelligen Nummern 232.0 bis 232.9, 262.0 bis 262.9 am Zeitschlitz 2 bei IPSC2 und Brandmeister erhältlich und netzübergreifend ein Kurs so möglich. Man antwortet mit der falschen Sprechgruppe, das haben wir vorher schon abgehandelt. Man antwortet auf dem falschen Zeitschlitz. Es gibt bei den Anytone-Geräten, aber auch bei den anderen Geräten Funktionen, dass man alles vom Zeitschlitz 1 und 2 hört. Ich würde diese Funktion nie aktivieren, wenn nämlich auf beiden Zeitschlitzen ein Kurs so stattfindet dann, und die Mikrofonübergabe stattfindet, dann wechselt er immer zum anderen Kurs so, zum anderen Zeitschlitz hinüber. Und die Gefahr besteht, dass ihr am Zeitschlitz 2 einen Ruf am Zeitschlitz 1 beantwortet und so kommt kein Kurs so zustande. Also mindestens bei den Anytone Digi-Monitor Single Slot aktivieren, nicht Double Slot. Fremdes QSO blockiert, weil 2 VFO aktiv. Das betrifft jetzt nicht nur der mehr. Habt ihr ein Funkgerät, wo 2 VFO habt? Ihr habt auf beiden Kanälen ist ein QSO, beziehungsweise zuerst macht ihr ein DMR QSO, am VFO 2 ist FM und plötzlich kommt dort auch ein QSO, dann blockiert ihr euer DMR QSO, sobald die Mikrofonübergabe stattfindet. Also das mit 2 VFO gleichzeitig aktiv ist mit Vorsicht zu genießen, ist aber nicht ein reines DMR-Problem. Dann beim Hotspot, dass man den Durchgang ins falsche Netz schickt. Es ist so, dass man Hotspots, aber auch teilweise gibt es Umsetzer, die sind in beiden Netzen QRV und dann ist vielleicht gerade ein Durchgang gekommen von IPSC2. 5 Sekunden später drückt ihr die Sprechgruppe vom Brandmeisternetz ein und dann kommt ihr nicht durch, weil im Hintergrund immer noch eine gewisse Sekunde ein Einfallschutz ist, dass nicht dass der Hotspot oder der Umsetzer nicht zum anderen Netz hinüberwechseln kann. Das ist schon fast wieder etwas für Fortgeschrittene allerdings. Benutzung billige Funkgeräte, Baufeng, der mehr Funkgeräte, die nur Tier 1 können, ist auch sehr schlecht, weil dann blockiert ihr beide Sprechgruppen, Zeitschlitze gleichzeitig. Dann macht sie euch keine Freunde. Finger weg von Baufeng, Billiggeräten, die nur Tier 1 Standort haben. Verwendung von Dual-Hotspots, das ist ein Hotspot, der Zeitschlitz 1 und 2 hat, die funktionieren nicht immer so toll, also die wären mit Vorsicht zu genießen. Aber das ist auch schon wieder fast fortgeschritten. Hotspots verbindet sich nicht mit dem Brandmeister-Server. Das ist das Problem bei Brandmeister, dass ein Hotspot sich mit Brandmeister DMR verbinden kann. Es ist so, Brandmeister hat vor 2, 3 oder 4 Jahren die Pflicht eingeführt, dass man ein Hotspot-Passwort vergibt. Das muss man im Self-Care machen. Was das Self-Care ist, habe ich im Detail beschrieben. Auch wie das Hotspot-Passwort vergeben wird, habe ich im Detail beschrieben auf dmaustria.at. Aber wichtig ist, solange man kein übereinstimmendes Passwort hat, verbindet sich der Hotspot mit Brandmeister DMR nicht. Bei IPSC2 braucht man kein Passwort, da ist das Standardpasswort drin. Dort gibt es diese Passwortvergabe nicht. Auf dem Hotspot wird dauernd über die zuletzt verwendete Sprechgruppe QSOs ausgesendet. Wenn man einen Single-Hotspot hat, der zwischen Zeitschlitz 1 und 2 nicht unterscheiden kann, da reden wir jetzt vom Brandmeisternetz ausschließlich, ist immer die letzte aktivierte Sprechgruppe, bleibt aktiviert, fix aufgeschaltet, auch wenn man sie nicht aktiviert hat. Wie bringt man die weg? TG4000, 2 Sekunden aussenden. Und so ist diese TG passiert, aber trotzdem vielen. Deshalb habe ich es heute hier bei den Grundlagen auch reingenommen.
Die, die keinen Hotspot betreiben, können das vergessen. Ich sehe bei den Gegenstationen auf dem Display des Funkgerätes immer nur eine siebenstellige Zahl. Ich sehe kein Rufzeichen richtig, wenn der Kontakt nicht erfasst ist im Funkgerät oder wenn man nicht eine Rufzeichendatenbank ins Funkgerät lädt, dann leuchtet immer diese siebenstellige DMR-ID auf. Es gibt Funkgeräte, wo man die komplette Rufzeichendatenbank reinladen kann. Gibt es definitiv nicht für Motorola und definitiv nicht für Hytera. Hotspots. Den Hotspot hat man in beiden DMR-Netzen angemeldet, aber man muss dann beim Hotspot den so konfigurieren, muss im Hotspot sagen, welche Sprechgruppe soll ins IPSC2-Netz schicken und welche Nummer ins Brandmeisternetz. Habe ich auf der Homepage detailliert beschrieben. Fehler passieren trotzdem immer wieder hier. Hotspots, es gibt Leute, die haben auf ihrem Hotspot ganz viele Sprechgruppen abonniert. Wer den Ewald OE4 Eno kennt, er ist das beste Beispiel. Also man hat seinen Hör-Hotspot und bei Brandmeister ist ein bisschen das Problem, Brandmeister kennt den Einfallschutz nicht. Wenn man viele Sprechgruppen aktiviert hat und dann auf mehreren Sprechgruppen gleichzeitig QSOs geführt werden, dann springt der zwischen den QSOs hin und her. Das Problem besteht nur bei Brandmeister. Es ist bekannt, dass das dort passiert. Ich habe schon mehrmals an der Hemradio auf das hingewiesen, aber bis jetzt hat niemand etwas dagegen unternommen. Bei IPSC2 ist der Vorteil, dort ist ein 30-sekündiger Einfallschutz drin. Wenn ihr mehrere Sprechgruppen aufgeschaltet habt, auch beim Umsetzer dasselbe übrigens, dann ist es so, dass wenn die Mikrofonübergabe stattfindet oder eine längere Pause stattfindet, während 30 Sekunden kommt kein anderes QSO rein. Nach 30 Sekunden schaltet der Hotspot wie auch der Umsetzer auf freien Empfang und erst dann würde ein Fremd-QSO, das gleichzeitig geführt wird, auf einer anderen Sprechgruppe dazugeschalten. Call-Sign-Routing funktioniert nur, das habe ich vorher erklärt, wenn die Gegenstation, wenn er in ein anderes Gebiet geht, beim Umsetzer einmal kurz die PTT-Taste drückt, sonst erfolgt die Weiterleitung auf einen falschen Umsetzer. Call-Sign-Routing nur innerhalb des gleichen DMR-Netzes, nicht netzübergreifend. Bei den Hotspots muss man noch die Fehlerkorrektur beachten, gehe ich nicht näher darauf ein, ist alles beschrieben. Und noch einmal, bei DMR kann sein, dass die Reichweite, die ist nicht um weites größer. Es kann einfach sein, aufgrund der digitalen Übertragung, dass ein QSO noch stattfinden kann, dass es noch verständlich ist, wo es in FM so verrauscht ist, dass man sich nicht mehr versteht. Nichtsdestotrotz, die Reichweite, die Ausbreitung ist nicht weiter wie bei FM. Das gibt immer wieder ein bisschen falsche Vorstellungen. Bessere Tonqualität digital als bei FM. Nein, wenn man ein klares, rauschfreies FM-Signal hat, klingt das immer noch besser. Also wenn man ein digitales Signal hat, das digitale Signal klingt ein bisschen gepresst. Vergleich DMR zu Echolink, allerdings ist die Verbindung über mehrere Umsetzer oder übers Internet bei DMR natürlich deutlich besser als wie Echolink. Was auch eine falsche Vorstellung ist bei DMR, dass man es ein Funkgerät kauft, man schaltet es ein und führt dann in der gleichen Minute ein QSO, ohne sich zu informieren, wie etwas funktioniert und das Gerät zu konfigurieren. Nein, funktioniert definitiv nicht. Funkgerät einrichten, so einfach wie ein FM-Gerät, ist auch falsch, deutlich aufwendiger und deutlich komplizierter. Hotspot anschließen und sofort betriebsbereit, auch dem ist nicht so, ein Hotspot muss konfiguriert werden. Nicht einfach für jemand, der sich nicht auskennt damit, aber es gibt Anleitungen, auch auf der österreichischen DMR-Seite habe ich das beschrieben, dort vielleicht einmal hinschauen. Dann sollte das möglich sein. Wo kriege ich Programmiersoftware her für mein Funkgerät? Wo kriege ich Firmware-Updates her? Für die verschiedenen Mustercode-Blocks oder zu den Firmware-Updates und Programmiersoftware habe ich extra unter Download Links für euch vorbereitet, wo ihr zu den verschiedenen Geräten Software findet. Kaufsoftware, Hytera, Motorola gibt es dort nicht,
aufgrund der Lizenzbestimmungen. Aber Links, wo man gratis Sachen erhält, das gibt es dort. Aber das ist auch nur zu Software, wo so oder so gratis zum Herunterladen zur Verfügung steht. Wichtiger Hinweis: Bitte keine Nicht-Amateurfunkfrequenzen eurem Gerät abspeichern. Bitte, bitte, bitte denkt nicht, dass ihr irgendwelche Polizeifrequenzen oder Feuerwehrfrequenzen, wo es noch analog ist, das ist in Kärnten, ist das zum größten Teil der Fall, ja, für Notfall und weiß ich was, nein, diese in einem Notfall und Blackout wird diese Organisation schwer beschäftigt sein und möchte sicherlich nicht irgendwelche Funkamateure, die das zwar lieb meinen, noch gestört werden. Bitte auch keine, vor allem jetzt, was so oft passiert, keine PMR-Frequenzen. Amateurfunkgeräte dürfen nicht für PMR 446 MHz benutzt werden, weil die nicht für das zugelassen sind. Bei PMR gibt es Spezifikationen wie keine abschraufbare Antenne, 0,5 Watt ERP ab der Antenne und so weiter. Also nicht erlaubt, bitte nicht abspeichern, was nicht Amateurfunkfrequenzen sind. Und natürlich mit euren Funkgeräten schon gar nicht außerhalb der zugelassenen Amateurfunkfrequenzen senden. Verschlüsselung bei DMR-Geräten gibt es teilweise nicht gestattet. Beim Amateurfunk sind jegliche Verschlüsselungen nicht gestattet. Bitte nicht auf die Idee kommen, die Verschlüsselung zu aktivieren, auch wenn es funktionieren würde. So, letzte Rubrik. Was hat DMR sonst noch zu bieten als Sprachübertragung und Sprachkursos? Über DMR, bei beiden DMR-Netzen, kann man seine GPS-Daten übers DMR, über den DMR-Umsetzer oder über den DMR-Hotspots verschicken. Man sieht in aprs.fi, sieht man es dann, wie man es von 144,8 MHz oder von diesen LoRa-Modulen, ich kenne mich da zu wenig aus, aber die LoRa benutzen, die wissen, was ich meine. Genauso ist man dort ersichtlich. Wie das genau funktioniert, habe ich auf der Homepage beschrieben, ist aber sicher eine nette Spielerei. Man kann über DMR Textnachrichten verschicken, wie man es vom Mobiltelefon her kennt, so eine Art SMS. Funktioniert in beiden Netzen, aber nicht netzübergreifend. Achtung, Problem: Die verschiedenen Funkgerätehersteller haben verschiedene Protokolle oder Vorgaben. Ein Hytera-Funkgerät kann kein SMS-Kurznachricht zu einem Motorola-Gerät schicken, aufpassen. Und bei Anytone kann man aber einstellen, bei den Konfigurationen will ich Hytera Tor-Kurznachrichten verschicken oder Motorola. Wichtig, bei den Kurznachrichten ist man eingeschränkt. Man kann über gewisse Funkgeräte, Motorola und Hytera bieten an, schauen, ob ein bestimmtes Funkgerät oder ein bestimmter OMQRV ist. Das geht natürlich nicht netzübergreifend, aber sehr wohl innerhalb des gleichen Netzes. Über den gleichen Umsetzer geht es, aber wahrscheinlich Netz, also nicht von Vorarlberg nach Wien hinaus. Ich habe es nie versucht, aber über den gleichen Umsetzer zumindest kann man abfragen. Früher konnte man sogar Geräte, wenn man gemein ist, deaktivieren, wenn einer das zugelassen hat in der Konfiguration des Funkgerätes und hat sein Gerät abgeschossen. Er musste dann einfach den Akku wegnehmen, Akku wieder drauf auf das Gerät und dann konnte er das Gerät wieder einschalten. Bei Brandmeister gibt es für Telegram ein DMR-Boot, dort kann man verschiedene Stationen das Rufzeichen hinzufügen und kriegt sofort eine Telegram-Meldung, wenn der irgendwo mit irgendeiner Sprechgruppe gesendet hat. Wenn man bei IPSC2 mit einer Sprechgruppe sendet, die auch bei Brandmeister erhältlich ist oder zusammengeschaltet ist, dann wird man auch angezeigt. Und die Hotspots habe ich kurz erwähnt, Hotspots, kleine persönliche Mini-Repeater, das ist sicher auch noch spannend bei DMR. So, wo kriege ich Informationen zu DMR her? Empfehle ich, ja, Eigenwerbung stinkt, ich muss es aber trotzdem erwähnen, dmraustria.at, die österreichische DMR-Homepage, die schaut so aus. Ich musste oben jetzt noch das ÖVSV-Logo wegschneiden, damit die Grafik ein bisschen größer ist. Oben wäre natürlich noch das ÖVSV-Logo zu sehen, dmraustria.at. Ich habe, glaube ich, dort wirklich fast alles beschrieben, was es zu beschreiben gibt.
Und sonst, wenn es nicht da ist, dann kann man immer noch in den Telegram-Gruppen Fragen stellen. Ich habe euch ins Download ein PDF-Handbuch, DMR Österreich, was äußerst beliebt ist. Ich habe ja vor ein paar Monaten Umfragen gemacht, ob ihr das noch braucht, ob da überhaupt Interesse dran ist, dass ich alles Homepage beschreibe und das PDF. Aber dieses Handbuch ist extrem beliebt und auch die PDF-Anleitungen. Die Anleitung über den DV4 Mini wurde, glaube ich, fast 20.000 Mal runtergeladen. Das Handbuch in der Zwischenzeit seit 2016. Ich habe vor den Homepage mit diesen Handbüchern begonnen. Und zuerst war es im Wiki vom ÖVSV, bis dann die eigene Homepage gekommen ist. Und das wurde auch schon über 10.000, 12.000 Mal runtergeladen. Also, und das aktualisiere ich auch immer wieder. Dort könnt ihr alles kompakt nachlesen. Ist vielleicht einfacher, die Sachen zu finden, als auf der Homepage, weil die Homepage doch sehr ausgebaut ist. Dann empfehle ich auch noch die Telegram-Gruppen. Da gibt es Telegram-Gruppen für DMR, D-Star, C4FM und für Remote-Betrieb. Sind folgende DMR. Für DMR gibt es eine DMR OE Support Gruppe und eine DMR Chat Gruppe. Wenn über ein Thema länger diskutiert werden will, dann bitte in die Chat Gruppe wechseln. Es gibt Leute, die natürlich jetzt nicht 50, 60 Nachrichten innerhalb von 6-7 Stunden lesen wollen. Die Fragen stellen bitte in der DMR OE Support Telegram Gruppe. Wenn man dann über ein Thema länger diskutieren will, x-mal hin und her, dann wechselt es bitte in die Chat Gruppe hinüber, dass diejenigen, die das Thema nicht so interessiert, jetzt nicht zu bombardiert werden. Das Gleiche gibt es übrigens für D-Star und für C4FM. Denn wenn es allgemein um Amateurfunk geht, nicht digitale Sprachbetrieb, sondern gibt es diese Ham-Chat-Gruppe allgemein über Kurzwelle und weiß ich was. Dann habe ich auch eine Ham-Verkauf- und Kaufgruppe gemacht für Leute, die etwas anbieten wollen oder dringend etwas suchen. Dann habe ich eine WPSD-Software für Hotspots und Umsetzergruppe gemacht. Die WPSD-Software und Hotspots und Relais-Gruppe, die ist weltweit, kann man sich anmelden. Die anderen Gruppen sind nur Österreich intern. Und dann gibt es noch die Remote-Betrieb-Gruppe für sich austauschen über Remote-Betrieb. Diese Remote-Betrieb-Gruppe ist mit der ÖVSV-Matrix-Gruppe verbunden, zusammengeschaltet. Die Telegram-Gruppen. Voraussetzung OE-Rufzeichen, gültiges Rufzeichen und OE-Mobiltelefonnummer. Bitte Mitteilung an mich, OE8VWK, auf der entsprechenden Homepage steht, auf welche E-Mail-Adresse man sich anmelden kann. Mir geht es darum, dass wir nur lizenzierte Funkamateure haben und dass es nicht zu extrem auslandslastig wird, sind die meisten Gruppen jetzt tatsächlich für Österreich. Bitte ausländischen Kollegen nicht sauer werden. Ihr kriegt die Informationen auch. Meldet euch einfach dort für die, wie heißt das Dings da, X, ehemals Twitter, gibt es eine Gruppe. Und es gibt auch Facebook-Seiten. Ich informiere dort auch. Dort könnt ihr die Informationen erklären. Ja. Dann, wenn man sprachlich Fragen an mich oder allenfalls auch an den Ewald, der sich auch gut auskennt, richten möchte, es gibt zwei wöchentliche Runden, wo nicht nur eine Ratschrunde ist, sondern mit integrierten Supportmöglichkeit für Leute, die C4FM oder DMR machen. Die erreichen uns jeden Sonntag um 20 Uhr auf dem C4FM-System YCS mit der DGID32-Gruppe, das ist Österreich, die C4FM YSX machen über den YSX-Raum OE Austria 232, ist ebenfalls dazu geschaltet. Wenn jemand über DMR kommt, bei IPSC2 wäre es die Sprechgruppe 7 am Zeitschlitz 1 und bei Brandmeister wäre es die Sprechgruppe 223-06 Zeitschlitz 1 und oder Zeitschlitz 2. Alle diese vier Sachen sind komplett zusammengeschaltet. Von D-Star kommt man nicht hinüber, weil D-Star auf C4FM scheußlich klingt, genau wie umgekehrt. Aber hier einmal C4FM und DMR
können Sie euch dazuschalten, auch vom Ausland erreichbar. Auch ausländische Stationen dürfen sich reinmelden. Ist immer eine tolle Runde, geht etwa 1 bis 2 Stunden, sind wir dort am Ratschen. Und sonst, wenn Fragen sind, werden auch Fragen beantwortet. Dasselbe gibt es auch für D-Star. Dort ist es jeden Dienstagabend um 20 Uhr auf dem Reflektor DCS 009 Modul A. Auch dort ist der Ewald OF4ENU und ich dort und beantworten gerne Frage. Oder ihr könnt es einfach mal austesten und wo es Funkgerät fragen, die klingt meine Modulation. Wir sind gerne bereit, dort euch zu helfen. Auch ausländische Stationen sind willkommen. Voraussetzung: deutschsprachig bitte. Ich bin kein Freund der Fremdsprachen. Ich bin in der Schweiz zur Schule gegangen. Dort lernt man Italienisch, dort lernt man im deutschsprachigen Raum Französisch und Deutsch und Englisch, 3 Sprachen, und keine der 3 kommen dafür nachher richtig. HI. So, jetzt sind wir durch mit dem Referat. Ihr könnt jetzt Fragen stellen. Vielleicht hat der Kurt das eine oder andere zusammengesammelt. Und würde mal sagen, Mikrofon frei für Fragen. Ich hoffe, ich war verständlich mit meiner rauen Stimme. So, ich höre jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ist der Kurt noch anwesend überhaupt? Das wäre jetzt natürlich das andere. Also wenn ihr Fragen stellt, ich hoffe, ihr könnt das Mikrofon aktivieren, weil ich selber nicht der Host bin. Doch, ein Alex konnte das Mikrofon aktivieren, habe ich am 2. Notebook gesehen. Also bitte Mikrofon aktivieren und eure Fragen jetzt stellen. Ja, Michi, da möchte ich mich bei dir bedanken für das Referat OE5 India Hotel Oscar. Ausgezeichnet präsentiert. Danke. Ja, freut mich. Schön. Jetzt weiß ich auch, dass man reden kann. Nein, es hat mir auch Spaß gemacht, dass ich hier das letzte angekündigte Referat für euch halten durfte. Es hat doch irgendwas mit 47 habe ich einmal aufleuchten gesehen. Das ist eine beachtliche Anzahl an Leuten. Ich habe da gar nicht so viel erwartet, was mich freut. Schauen wir mal, ob noch Fragen sind. Okay, in der Zwischenzeit noch einmal. Wo kann man, vor allem die, die dieses Video dann ab morgen Abend im YouTube-Video nachschauen, wo könnt ihr Fragen stellen? Also noch einmal, die österreichischen Telegram-Gruppen benutzen. Wenn ihr österreichisches Rufzeichen und Mobiltelefonnummer habt, dann habt ihr doch Zugang. Für die ausländischen Stationen, die dort nicht teilnehmen können, das ist nicht böswillig, dass die eingeschränkt ist, aber es ist dann nachher so, wenn dann viele Fragen aus anderen Ländern kommen, wird es dann ein bisschen uninteressant für die Österreicher selber. Und dass nicht zu viel Verkehr ist, ob ich das eingeschränkt ist, aber nicht, dass ich da die ausländischen Stationen nicht mag. Ich habe ja eh auch im Ausland in Kloten in der Schweiz ein QTA. An dem liegt es also definitiv nicht. Innerhalb Österreichs, bitte benutzt diese Telegram-Gruppen unbedingt, wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt. Auf den 3 digitalen Sprachbetriebsorten Homepage steht es, wie ihr euch für diese Telegram-Gruppen anmelden könnt. Am besten heute noch schreiben. Wichtig ist, dass ihr bei Telegram so hinterlegt habt, dass ihr zu Gruppen hinzugefügt werden könnt. Es gibt keinen Einladungslink. Und wenn ihr euch bei der Homepage über diese E-Mail-Adressen anmeldet, bitte nur für die Anmeldung, also diese E-Mail-Adressen können keine Fragen beantwortet werden, ausschließlich Anmeldung für die Telegram-Gruppe. Ja. Das zu dem Sachen, Fragen stellen, ich stelle mich bereit, Fragen, ja auch der Ewald, mündlich zu beantworten bei den 2 genannten Runden, die ich vorher gesagt habe. Wo diese Runden sind, könnt ihr auf den Homepages auch nachlesen. Wie gesagt, diese Runden sind vom Ausland her auch endlich. Bei IPSC2 muss ich vielleicht irgendwas sagen, wenn jetzt jemand aus Deutschland oder aus der Schweiz bei dieser C4FM DR-Mehrrunde teilnehmen möchte, IPSC2 Deutschland
mit der Sprechgruppe 7, wie auch aus der Schweiz, ist Österreich nicht erreichbar, weil dort diese Gruppen länderspezifisch oder regional gehalten werden. Über Brandmeister 23206 wird ja aber weltweit aufgeschaltet oder ihr benutzt einfach WIRE6C45, falls ihr das zusätzlich habt, oder YCS mit der DGID32. So, ich frage noch einmal in die Runde. Will jetzt noch jemand eine Frage stellen? Ja, hallo Michi, mein Name ist Thomas, IW3 AMQ. Ich habe gesehen, es sind ungefähr 10 Personen gewesen, die heute mitverfolgt haben aus Südtirol. Eine Frage, diese Präsentation kann man dann schon nochmal herunterladen und anschauen. Und das Zweite, vielen herzlichen Dank für diese Präsentation. Wir sind in Südtirol auch ein bisschen im Aufbauen und schauen, dass diese digitalen Betriebsarten etwas zu beleben. Also es freut mich, dass die Südtiroler auch dabei sind, ja. Das freut mich da außerordentlich. Die Präsentation grundsätzlich gibt es nicht zum Herunterladen, aber das Video, und dort könnt ihr im Prinzip einfach ein bisschen mit bei YouTube ja mit der Pfeiltaste nach rechts und halt auf, kurz auf Pause gehen und dann seht ihr das Ganze auch nochmal. Das Ganze übrigens, was ihr jetzt hier seht, das ist im DMR-Handbuch und auf den Homepages nur detaillierter beschrieben in dem Sinn, ja. Und sonst müsste ich halt noch einmal schauen, ob ich die ganzen Sachen noch einmal online halte. Aber alles, was ihr hier jetzt gesehen habt, ist detaillierter und ausführlicher auf der Homepage und im Handbuch beschrieben. Ich habe mir jetzt eine kleine Auswahl beschrieben. Ich empfehle euch eigentlich das Handbuch einmal als erstes, weil alles, was ihr hier jetzt gesehen habt, auch diese Tücken etc., das ist alles auf Homepage und Handbuch auch beschrieben. Und das Handbuch wird regelmäßig aktualisiert. Da gibt es übrigens für Österreich auch noch immer eine DMR-Relais-Liste, die ich in regelmäßigen Abständen nachführe, wie auch auf der Homepage schaue ich da auch, dass ich dort die Sachen regelmäßig nachführe und kann euch eigentlich nicht hundertprozentig, das kann man nie, aber fast zu 100% garantieren, dass die Relaislisten auf Homepage auf dmaustra.at tagesaktuell ist übertrieben, aber sehr aktuell ist, und zwar für beide Netze. Noch weitere Anmerkungen oder Fragen, bitte? Gut, dann empfehle ich euch noch den YouTube-Kanal. Den findet ihr auch über den Link auf der Homepage zu aktualisieren. Ich mache ja immer wieder mal YouTube-Videos etc. über andere Themen. Für Hotspot WPSD jetzt noch einmal, das deutschsprachige Gruppe, da gibt es einen Einladungslink, da können alle teilnehmen. Ja, Deutschland, Österreich, Schweiz, alle anderen Länder auch. Dort gibt es keine Einschränkung, weil das doch ein internationales Thema dort ist und nicht regional. Und das ist sicher, WPSD ist eine Software für Hotspots und Multimode-Umsetzer, ist eine Alternative zur PyStar, die viele kennen. Und dort vielleicht, da kann man sich mit dem Einladungslink anmelden. Gut, so, dann war es das eigentlich, wenn keine Fragen mehr da sind. Meine Stimme ist noch durchgehalten, auch wenn ich morgen wahrscheinlich dann wieder nicht sprechen kann. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für eure Teilnahme. Würde mich freuen, wenn ihr regelmäßig auf die Homepages geht, wo ich ja regelmäßig Sachen aktualisiere. Wenn etwas nicht dort ist, ja, kann ich es gerne ergänzen. Und sonst über YouTube, habe ich gesagt, und hoffe aber da nichts vergessen. Wünsche in alle Himmelsrichtungen einen schönen Abend. Ich hoffe, dass wir uns bald auf irgendeiner QRG hören. Und wie gesagt, ich mache Tetra, D-Star, C4FM und DMR. Man erreicht mich dort eigentlich immer wieder und wünsche euch einen schönen Abend und alle, die angeschlagen sind wie ich, ebenfalls eine gute Besserung und einen schönen Abend und herzliche 73 von O8VWK oder für meine Schweizer Kollegen Habenün HRQ. Servus, bye-bye. Ja, ich sage auch von Wien aus, Michi, danke. Wünsche dir gute Besserung für die Stimme. Durchgehalten bis am Schluss, großartig und schöne Grüße in die Schweiz. Danke vielmals, Kurt, für die Unterstützung. 73, bis bald. The recording has stopped.